heute Abend bei Frag doch mal die Maus. Sportwagen oder Sprintprofi? Wer ist schneller auf der Kurzstrecke? Rapunzel Reloaded. Sind unsere Haare die besseren Kletterseile? Frühlingserwachen im Mauswald, wenn zweibeinige Hirsche den Balzruf üben. Wir gehen dem Fußball wirklich auf den Grund beim großen Rasencheck. Außerdem Schnecken im Temporausch und der neue Hit von Beatrice Egli. Und meine Frage ist auch dabei. Wenn aus Alltagsfragen große Experimente werden, die uns alle zum Staunen bringen, dann ist es soweit. Egal wie alt wir sind, dann heißt es wieder Hola Chicas. Nein. Also nochmal, dann heißt es herzlich willkommen bei Frag doch mal die Maus, der Familienshow für alle zwischen 3 und 99. Mit unseren Mausexperten, heute als Tierbabyflüsterer, Armin Maywald, Christoph Biemann und Ralf Kaspers. Wer setzt sich durch im Kampf um 25.000 Euro? Hier ist Team Maus. Moderator Guido Kanz. Schlagerstar Beatrice Egli. Und Modeltrainer und Tanzexperte Jorge González. Und das sind ihre Gegner im Team Elefant. Schauspieler Thomas Heinze. Sängerin Fernanda Brandao. Und der Nobelpreisträger der Herzen, Wiegald Boning. Und hier ist ihr Gastgeber, auch frisch geschlüpft und mit glänzendem Fell. Hier ist Eckhard von Hirschhausen. Guten Abend. Hallo, herzlich willkommen bei Frag doch mal die Maus. Schön, dass Sie zuschauen. Willkommen hier in Köln im Studio. Och, sind die süß! Ralf, Christoph, Armin, kommt gleich mit, wir haben tolle Kandidaten. Wiegald Boning, Fernanda. Toll! Thomas, willkommen! Och, einer schöner als der andere. Fantastische Teams und ihr wollt natürlich mal streicheln, oder Beatrice? Ich glaube, das muss sein. Ein bisschen füttern, die sind nämlich ganz, ganz frisch geschlüpft. Die dürfen noch nicht zu viel Hautkontakt haben, sonst nimmt die Mutter sie nicht mehr zurück. Ich habe den Osterhasen verspätet. Fernanda, wen würdest du von denen am liebsten mit nach Hause nehmen? Also ich spiele nicht mit. Ich glaube, ich habe schon meinen Favorit hier gerade. Ja? Oh ja. Beatrice, wie verändert das die Verhältnisse zu Tieren, wenn man in einer Metzgerei aufgewachsen ist, wie du? Ja, also ganz ehrlich, zum Glück, ich habe es nie miterlebt, dass Tiere geschlachtet wurden vor meinen Augen. Das war immer gut und deswegen, also ich bin mehr auf dem Bauernhof aufgewachsen, wo man die Kühe melkt und die Ziege, als man sie schlachtet. So. Beatrice, ich habe deinen Lebenslauf entnommen, du bist in Lachen geboren. Es gibt Leute, die sind zum Lachen geboren, aber du bist in Lachen ja, geboren. Ja, genau, also das Spital von Pfäffikon, wo ich immer schon lebe, das ist das Spital Lachen und da wurde ich geboren und seit da trage ich das Lachen im Gesicht. Ach, schön. Wow. Oh. Wer kann das schon von sich behaupten? Apropos geboren werden. Frühling heißt Babyboom in der Natur. Ist das auch bei Menschen so? Christoph, wann hast du Geburtstag? Im August. Und sehr Armin, gut. Wann bist du geboren? Im Januar. Januar und Ralf? Oktober. März. Erkennt man da irgendein Muster? Frühling. Ja. Ich glaube, ihr zieht euch kurz zurück für unsere nächsten Spiele. Ja. Und ich habe schon die erste Frage an unsere Kandidaten. Denn Babyboom in der Natur, wie ist das eigentlich beim Menschen geregelt? Und hier ist meine Frage. In welchem Monat werden in Deutschland die meisten Kinder geboren? A, im April, B, im Juli oder C, im Dezember? Es geht um die letzten 25 Jahre. Welcher Monat lag da fast immer vorne? Beratet euch kurz, 10 Sekunden ab jetzt. Habe ich auch. Dezember machen. Ja. April. Weil dann macht man nicht Winterliebe, wenn es kalt ist. Wenn es im Juli auf die Welt ist. Deswegen würde ich Dezember, oder?
glaube auch. Wir haben das Statistische Bundesamt bemüht. Wir haben über 25 Jahre zurückgeschaut. Es ist tatsächlich natürlich ein bisschen schwankend, aber es gibt einen Monat, der deutlich heraussticht. Ja. Guido, wann ist dein wunderbarer Sohn geboren? Mein Sohn ist am 3. Juli geboren und deswegen wir glauben, B sei die richtige Antwort, Juli, weil der Winter ist kalt, man kommt sich näher. Schatz, wir machen die Heizung aus, aber rutscht doch ein bisschen näher. Und das spart Heizkosten und ist gut für die nächste Generation. Genau. Also das wäre eine mögliche Erklärung. Ihr habt auch euch für einen anderen Monat entschieden, auch für C, Dezember. Ja, wir waren uns nicht ganz einig. Nein. Also es gibt zwei verschiedene Theorien. Ich habe darauf getippt, dass man sich im Sommer näher kommt. Also gut, ich und die andere jetzt, Theorie ist, das war andere deine ist, Theorie, die kannst du gerne. Soll ich jetzt auch? Ja, dass man sich im März oder wenn der Frühling losgeht, näher kommt. Im März der Bauer, zum sozusagen. Beispiel, ja, und das Ergebnis würde man dann im Dezember sehen. Wobei jetzt, je länger ich drüber nachdenke, desto unflüssiger werde ich. Man muss sich erst näher kommen, das dauert ja auch manchmal. Fernanda, wie ist das in Brasilien, da wird wahrscheinlich kein Unterschied gemacht, das ganze Jahr über, wir oder? Wir haben immer Sommer. Ja, oder? Zwei Theorien stehen hier sich brutalst möglich gegenüber und ich darf euch verraten, die Mäuse haben recht. Es ist der Juli. Was für ein Start. Ich bin raus. Man denkt, im Mai, im Wonnemonat kommen die Säfte wieder zurück und die Menschen fallen sich in die Arme. Nein, es ist genauso, wie Guido gesagt hat. Es sind kleine Unterschiede, aber im Juli werden statistisch 5.000 bis 10.000 Kinder mehr geboren als in den anderen Monaten. Also, die ersten 10 Punkte für euch. Yes. So sieht's aus. Ja, weil die werden dann eben im Winter kommen, die sich mehr. Yeah, aber ihr müsst euch nicht grämen, es sind die ersten 10 Punkte. Es gibt noch viele, viele Punkte zu gewinnen. Und ihr solltet euch natürlich weiter anstrengen, denn es geht in der Summe um 25.000 Euro für einen guten Zweck, die aber nur ein Team gewinnen kann. Sehr gut. Wir haben heute unser Programm pickepacke voll und wir haben ein internationales Programm. Nicht nur hier auf dem Panel, unsere ersten Fragenkinder kommen aus Südtirol. Herzlich willkommen, Moritz und Jonas, herzlich willkommen. Tja. Hallo. Servus. Hi. Wir hören gerade Stern des Südens. Ist das die Nationalhymne von Südtirol? Nein. Aber warum dieses Lied? Was bedeutet es für euch? Wir sind alle beide überzeugte Bayern-Fans. Auf Wiedersehen. Oh. Tschüss. Tschüss. Moritz und Jonas, da müsst ihr wissen, dass der Guido ist einfach Köln. Nein, Stuttgart. Stuttgart. Mitglied des VfB Stuttgart, aber in Köln Bayern-Fan, sich hier zu outen. Ihr seid mutig, ihr Freunde. Ihr seid sehr mutig, aber ihr habt auch noch eine Frage mitgebracht. Ihr wart ja mal in einem großen Stadion in München. Ja. Was ist euch da durch den Kopf geschossen? Wie viele Grashalme hat ein Bundesliga-Rasen? Oh. Ach du Scheiße. Habt ihr schon mal jemanden gefragt? Ja, wir haben immer Erwachsene gefragt und die konnten uns auch keine Antwort geben. Deswegen haben wir einfach mal gedacht, wir fragen einfach mal die Maus. Das ist gut, weil ihr hättet, wenn ihr alleine angefangen hättet zu zählen, dann wärt ihr heute noch nicht hier. Das ist eine ganz schön knifflige Frage und wir haben auch natürlich Bücher gewälzt, aber es steht nirgends. Und das ist natürlich ein typischer Fall, wo man den Mann fragt, der eigentlich alles weiß. Hier ist Armin. Armin, wie kriegt man sowas raus? Oh, ein Stück Rasen. Ein Stück Rasen. Rückt ihr ein bisschen zusammen, dann kann Armin neben uns. Ja. Armin, ist das tatsächlich echter Bundesliga-Rasen? Wo fehlt der jetzt gerade? Also, das ist ein Quadratmeter Originalrasen vom 1. FC Köln aus dem Stadion. Und der wird ja gehegt und gepflegt wie eine Hollywood-Deer. Das ist ganz besonders. Jeden Tag geschnitten, gewässert, gepflegt. Und jeder einzelne Grashalm hat eine persönliche Betreuung. Und, da hat jeder seinen eigenen Therapeuten, wenn er sich mal geknickt fühlt, dann richtet er ihn wieder auf und so. Ja, das ist. Und jetzt wollen wir rauskriegen, wie viel Grashalme in so einem Fußballstadion sind. Ne? Wie ist das überhaupt möglich? Da wird man nie fertig. Doch, kriegen wir hin. In der Sendung? Ja, in der Sendung. Wir müssen ein bisschen rechnen, ohne rechnen geht es leider nicht. Also, ich habe mir gedacht, das ist ein Quadratmeter. Und diesen einen Quadratmeter, den teilen wir jetzt auf in Stücke, 5 mal 5 Zentimeter. Mhm. Ne?
Und diese 5x5 cm, die lassen wir dann zählen. Wie viel sind in 5x5 cm drin? Was und zählen wir denn genau? Ja, pass mal auf. Und jetzt kommt der wirkliche Knackpunkt. Der Grashalm, wenn du dir das hier anguckst, nur das hier unten ist der Grashalm. Nicht die Blätter werden gezählt, sondern ah, okay, das ist wie der Baumstamm bei einem Baum und die Blätter, das wären also irgendwie die Äste. Und wie viele Halme sind jetzt in einem 5x5 cm Stück drin? Und dann müssen wir rechnen, dieser Quadratmeter hier, das sind also 400 solcher Stücke. Also müssen wir das, was in einem Stückchen drin ist, mal 400 und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann kommen wir auf die Zahl. Wirst dich wundern. Euch ist jetzt schon ein bisschen unangenehm, was ihr uns da eingebrockt habt, oder? Ja. So viel Arbeit, das schafft aber auch nicht ein Mensch, auch ihr zu dritt nicht. Wir haben noch Verstärkung, aber bevor wir verraten, wer das macht, möchte ich doch mal unsere Prominenten fragen. Habt ihr eine Idee? Was würdet ihr schätzen aus dem Bauch heraus? Ihr dürft das in Millionen, ihr dürft das in Milliarden angeben. Hauptsache die Nullen stimmen. Okay. Ihr dürft euch jetzt ein bisschen beraten. Also die Frage genau heißt, wie viele Grashalme hat das Bundesliga-Spielfeld des ersten FC Köln? Und die sind jetzt ganz schön am Rudern. Ihr habt ja auch eure Schätzung, aber die verraten wir natürlich noch. Ich würde mal sagen, in 10 Sekunden erwarte ich einen Wert von euch. Ab jetzt. Nochmal. Ich habe damit gar nichts zu tun. Viel zu wenig. Ja. Ich bin gespannt. Oh, Beatrice hat gesagt, 12, was sind das, Millionen, oder? Ja, 12 Millionen. Und die anderen, Wiegert, was sagt ihr? Wir haben 500 Millionen. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Also wir liegen nicht nah beieinander. Nee. Also einer ist auf einem ganz falschen Dampfer. Ja. Ja. Was ich sage nur Juli, Herr Boning. Juli. Sag mal, was hättet ihr aus dem Bauch geschätzt? Halbe Milliarde. Also ihr wärt eher auf dem... halbe Milliarde sind wir, 500 Millionen ja, ist eine halbe Milliarde. Das Gleiche. Und damit ist jetzt die spannende Frage, wie kriegen wir Unterstützung, um das herauszufinden? Ja. Haltet euch fest, ihr lernt jetzt eine Weltmeisterin kennen. 2003 hat sie das Golden Goal damals in den USA in dem Spiel gegen Schweden geschossen und es ist so legendär, dass man es gar nicht oft genug wiedersehen kann. Freistoß Lingo nochmal. Wieder Künzer, ja! Deutschland ist Weltmeister! Eine echte Weltmeisterin, Mia Künzer und die U12 des 1. FC Köln. Herzlich willkommen bei Frag doch mal die Maus. Hallo Mia. Hallo. Komm ran. Hallo. Nehmt Platz. Toll, dass ihr uns unterstützt. Grüße. Hallo. Wir haben Großes mit euch vor. Grüß euch. Oh, so viel Nachwuchs. Wie war das damals, als du angefangen hast, als Mädchen Fußball zu spielen? Wie war damals die Stimmung? Ich fühle mich fast zurückversetzt, weil ich habe mit Jungs gespielt. Von 5 bis 14 Jahren, bis ich dann nicht mehr durfte. Von daher ist es eigentlich eine schöne Zeit, auch wenn ich für die von wahrscheinlich eher eine Oma bin. Aber es hat sich viel geändert, oder? Auch durch euren Weltmeistersieg zweimal hintereinander hat sich irgendwie Frauenfußball wirklich unglaublich positiv entwickelt. Doch, ich glaube, die letzten 20 Jahre hat sich da unheimlich viel getan. Es gibt nicht nur viele Mädchen, die bei Jungs in der Mannschaft spielen, aber auch in der breiten Fläche Mädchenmannschaften. Von daher hat sich schon gelohnt, Gas zu geben, Weltmeister zu werden, hat sicherlich die Sportart richtig gepusht. Super, freuen wir uns mit. Wir haben eine Aufgabe für euch. Und zwar, die beiden Jungs wollen wissen, wie viele Grashalme hat ein Bundesliga-Feld. Und da können wir gar nicht genug Unterstützung haben, denn wir wollen das auszählen. Wir haben ein Zähllabor für euch eingerichtet. Wir schauen mal rüber. In einem extra Raum haben wir ein ganz, ganz schickes, fast futuristisches Zähllabor. Da sind Tische und Stühle und Arbeitsplätze für euch alle. Armin, du hast ja die Methode vorgestellt. Ja. Jonas und Moritz, ihr dürft natürlich mitzählen. Es ist ja auch eure Frage. Und sobald wir uns eingezählt haben wir und erste uns. Hochrechnung haben, meldet ihr euch. Nia so Künzer und die
Jungs vom 1. FC, schön, dass ihr dabei seid. Ihr kommt mit mir, ne? Und hier sieht man eine Lichtschranke, die sich einmal durch die Mitte unseres Publikums zieht. Und das bedeutet, auf dieser Seite gibt es Abstimmgeräte. Einmal kurz hochhalten. Und wenn Sie zu Hause schnell mitgezählt haben, es sind genau gleich viel wie auf dieser Seite. Sie unterstützen das Team Elefant. Darf ich das einmal hören? Aber auch diese Seite weiß, wie Unterstützung geht, oder? Jede Stimme zählt gleich. Angeber. Ihr habt auf euren Pulten die identischen Abstimmgeräte, ganz demokratisch. Und ich habe eine große Liebe zum Wald. Ich gehe gerne spazieren. Mich fasziniert die Welt der Bäume. Und da ist in den letzten Jahren Erstaunliches zutage gekommen. Mal gucken, wie gut ihr euch damit auskennt. Hier ist unsere erste Frage. Bäume tauschen über ein Leitungssystem, das sogenannte Wood Wide Web, untereinander Nährstoffe aus. Ist das wahr oder gelogen? Was glaubt ihr? Ihr drückt und habt 10 Sekunden zum Abstimmen. Das Wood Wide Web. Das nennt er so, aber tauschen die Nährstoffe aus? Die Information vom Stand über die tauschen die Nährstoffe aus. Was habt ihr getippt? Brauche? Also ich meine, das gelesen zu haben auch sogar schon, dass es das gibt. Dass die Bäume miteinander kommunizieren, sagen, Vorsicht, duck dich mal, da kommt die Kettensäge. Oh, okay. Und dann fängt die Zitterpappel an zu zittern. Richtig. Und wenn man tatsächlich mal ins Erdreich schaut, erlebt man Erstaunliches. In einem einzigen Teelöffel Waldboden findet man mehrere Kilometer Pilzfäden. Die sind miteinander vernetzt und tauschen tatsächlich Nährstoffe aus, zwacken dabei so ein Drittel für sich ab und man rätselt, vielleicht gibt es sogar noch mehr geheime Zeichen, dass sie sich über Schädlinge oder auch über Wasserknappheit informieren und so solidarisch gemeinsam das hochhalten, was uns so wichtig ist, ein schöner, intakter, gesunder Wald. Also, das war wahr und wer hat's gewusst? Die Mäuse haben mit 59% gleich die Nase vorn. Ja, sehr gut. Aha. Wenn es gewittert und man ist draußen, da gibt es so alte Regeln. Eichen sollst du weichen, Buchen musst du suchen. Das ist natürlich Unsinn, weil der Blitz sich immer... Der Blitz guckt nicht erst, welche Art Baum ist das, sondern wo ist der höchste Punkt. Deswegen sollte man sich nicht draußen unter Bäumen stellen. Aber ich habe eine andere Aussage über Buchen. Mal gucken, ob ihr die auch in wahr oder gelogen richtig zuzuordnen wisst. Junge Buchen wachsen im Wald im Schnitt 1 Meter pro Jahr. Wahr oder gelogen? 10 Sekunden ab jetzt. Junge Buchen wachsen 1 Meter pro Jahr. Wachsen 1 Meter. Das ist eine Baumsorte. Schnell drücken, 10 Sekunden, schnell drücken. Ich hab's gemacht, ja. Ja? Ja. Nein. Buche. Es gibt Bäume, die echt schnell wachsen, aber ich weiß nicht, ob die Buche dazugehört. Naja. Ihr habt abgestimmt. Buche. Du hast gesagt, es gibt Bäume, die wachsen schnell, es gibt andere, die haben ein anderes Ziel, nämlich möglichst stabil zu werden. Die brauchen einen dicken Stamm, der auch gut in der Erde steht. Und wenn man sich mal so eine Buchenfamilie anschaut, dann sieht man, da gibt es die Großen. Im Wald wird immer gekämpft um zwei Dinge, nämlich um Licht und um Nährboden. Und die Großen machen erstmal relativ viel Schatten und deswegen sagen sie, Gemach, 10, 20 Zentimeter pro Jahr, das reicht. Okay. Ah. Und selbst wenn es ein halber Meter ist, auf 1 Meter kommen die nie, das war gelogen. Jo. So ist das. Und wer kriegt die Punkte? Wir schauen. Oh, wieder die Mäuse. Hey, das reicht gut. Sehr gut. Wow. Das ist ja ganz, ganz knapp dran. Ey, auf die Mäuse ist echt Verlass hier im Walde. Ja. Aber es ist haarscharf, ey. Ja. Wir haben ja noch eine Frage zum Thema Natur. Macht ihr den gleich mit oder spielt ihr gar nicht? Oh, komm, geh Vorsicht. Hochmut kommt vor dem Fall. Ihr macht sehr gut, sehr gut. Ja. Weiter so. Jorge, das nächste Thema könnte dich als bekennende Beauty Queen natürlich interessieren. Denn es gibt auch für Bäume, die wollen auch gut dastehen, möchte man sagen. Hier kommt meine Behauptung.
Intensives Sonnenbaden führt auch bei Baumrinde zu stärkerer Faltenbildung. Ist das Quatsch oder ist, könnte das stimmen? Wahr oder gelogen? 10 Sekunden. Falten im Baum, wenn die Sonne mehr scheint. Absolut. Ja, umso trockener, umso mehr zieht es. Genau, das ist halt egal, da ja alle hier zusammengezählt werden. Thomas, du bist wild am Spekulieren. Lass uns teilhaben an deinen Ideen. Ich habe nur vermutet, dass man im Süden tatsächlich eine andere Rinde hat. Also so eine knorrigere. Zumindest Olivenbäume. Und tatsächlich, so ein armer Baum, der kann sich ja nicht eincremen. Ja? Also da sind ihm die Äste gebunden und deswegen ist er der Sonne ausgesetzt. Und tatsächlich, du hast es richtig gesagt, an der Südwestseite, da wo auch im Sommer die Sonne am längsten raufknallt, sind die Bäume faltiger, richtig. Yes. Okay. Sehr gut. Das haben wir natürlich alle hier so gemacht. Haben wir alle ja? Alle, oder? Das haben wir alle. Ja. Und alle. Wer hat's gewusst? Ja. Hey! Die ersten 10 Punkte für die Elefanten. Alles gut. Okay, jetzt kommen wir. Haha, ihr könnt euch warm anziehen. Na also, geht doch. Es steht 30 zu 10 und es ist Zeit für unser erstes Könnerkind. Er kennt sich bestens im Wald aus. Der Nils, der traut sich was. Wo sind wir hier? Das ist schon gruselig, ne? Da müssen wir aber jetzt nicht mit, oder? Nils? Warte doch mal. Was ist das? Nils? Ah. Oh, harmlos. Richtig süß sogar, diese borstige Schnuppernase. Stell dich, euch doch mal vor. Hallo, ich bin Nils, ich bin 13 Jahre alt, komme aus der Wedemark und das liegt bei Hannover. Und das ist Frieda, eine Wildsau, und die lebt bei meinem Trainer Immo. Frieda. Sehr süß. Schwein gehabt. Auf geht's zum Wildgehege. Der Nachwuchs wartet. Und der hat, na was wohl, Hunger. Schnüffeln haben die in der Ferkelschule gelernt. Ja. Und beißen können die auch. Ziemlich frech, der Nachwuchs. Und das sind die drei Frischlinge. Filet, Frikadelle und Kotelett. Ach bitte. Von mir haben sie die Namen nicht, ich schwöre. Sehr niedlich. Immo, warum fühlt sich auch Nils hier sauwohl? Der Nils ist also ganz naturbegeistert. Von klein auf an interessiert er sich für die Tiere, für den Wald. Er ist ein kleiner Indianer. Pferdenkundig, spurenkundig und kennt sich wirklich gut aus. Und von einem Waldindianer wie Nils können wir noch viel lernen. Immo, komm mal, ich habe eine Spur. Na, das sieht mir aber nicht nach einer Tierspur aus. Frieda ist schon wieder ganz aus dem Häuschen. Zu wem sollen die Spuren denn gehören? Aha. Das sind meine Eltern. Und die treiben sich offenbar genauso gerne im Wald herum wie du. Ja, die ganze Familie ist im Moment total naturfanatisch. Und das ist nicht wirklich überraschend. Schließlich machen Mama und Papa auch gerade den Jagdschein. Aber Nils träumt nicht von der Jagd. Der hat andere Pläne. Sein Traum ist es, Tierfilmer zu werden. Na dann mal los. Robin Hood Cappy auf und Tiere suchen. Oh, da hat aber einer kräftig randaliert. Erstmal Spuren sichern. Ja, dann mal schnell Kamera aufstellen und warten. Macht man ja so als Tierfilmer. Und Mann. Nils, ich glaube, so wird das nix. Hast du noch was anderes auf Lager? Wenn das mit den Pferden nicht klappt, kann man auch mit den Tieren sprechen. Aber wer kann denn das? Das kann ich. Aha, und wie geht das? Das zeige ich euch im Studio. Und da freuen wir uns drauf. Unser Könnerkind, Nils. Ein Kind, was mit Tieren sprechen kann. Mit dir möchte ich sprechen. Hier ist Nils. Hallo Nils. Toll, dass du da bist. Nimm Platz. Nils, und du kannst mit Tieren sprechen. Mit welchen? Mit den Rothirschen. Wie sprechen die? Die Röhren in der Brunftzeit. Und was hast du da dabei? Was ist das? Ich habe einmal eine Luftröhre dabei und dann meinen Eifelhirschruf. Mit dem kann ich meine Stimme verstärken und meine Luftröhre verlängern. Ach, der Trick ist, dass man sozusagen mit dem Ding künstlich die Luftröhre den Ton verändern kann, damit es noch mehr klingt wie ein Hirsch. Ja. Mach mal vor, bitte.
Das klingt so ein bisschen so, als wenn es dir nicht gut geht. Doch, mir geht's noch sehr gut. Geht's gut. Was hast du eben gesagt auf Hirschisch? Ich habe gesagt, ich stehe gerade bei meinem Kabeltrudel und ich bin der Stärkste und der Tollste. Das ist ja die zentrale Botschaft von Männern weltweit. Das kann man ja eigentlich so... Oder? Aber was ist denn ein Kahlwildrudel? Das sind die weiblichen Hirsche. Ach, bei den Hirschen geht es darum, die Frauen zu beeindrucken. Genau. So wie bei verrückt, was also die Natur sich alles so einfach immer nennt. Beatrice ist immer gleich, ja, oder? Ja, oder? Bleibt alles gleich in der Tierwelt, Menschenwelt, das finde ich schön. Aber der Nils, der war schon bei der deutschen Meisterschaft, guck mal. Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer. Der sieht ja sehr zünftig aus, dieser Hirschrufer. Ja. Tipptopp gekleidet. Ah, da bist du, der Nils. Und das Fachpublikum ist begeistert. Der klingt jetzt nicht so überzeugend, oder? Der hat es nicht so drauf. Nee. Was hat der gesagt? Der hat auch gesagt, er steht gerade bei seinem Kabeltrudel. Wir haben einen Platzhirsch für dich, damit wir noch mal hören, wie gut du das nachmachst, muss man noch einmal hören, wie es in der freien Wildbahn klingt. Ja. Und wir hören jetzt einen Original-Platzhirsch. Wie antwortest du? Oh, da hat er Angst bekommen, das ist abgehauen. Das ist meine Ansage, oder? Du bist doch der Platzhirsch hier. Der geht woanders hin. Was hat euer Dialog bedeutet? Er sagte, ich bin cool, und dann hast du gesagt? Geh bloß weg, ich bin der Stärkste. Oh. Mich schlägt keiner. Der ist da voll drauf reingefallen. Was gibt's noch für Rufe? Das war jetzt immer so, aber gibt's auch was so am Ende der Saison? Wie klingt das? Das ist dann der abgebrunftete Hirsch und das klingt so. Abgebrunftete. Oh. Ja, du kriegst Sag nochmal, dieser Hirsch heißt der abgebrumpftete Hirsch. Ja. Das heißt, der sagt sinngemäß, ich will nur kuscheln oder so. Genau. Jorge, hast du intuitiv verstanden, was der Hirsch dir sagen wollte? Das Tolle ist, weißt du... Du brauchst ja gar kein Rohr. Jorge braucht kein Rohr, der muss nur seinen Unterkiefer weit genug aufmachen, dann klingt es auch immer wie ein Hirsch, oder? Ich glaube, unsere Prominenten müssen das mal ausprobieren. Kommt doch mal her. Wir spielen Deutschland sucht den Superhirsch. Guido, Wiegald, ihr kommt bitte hier hin und die anderen nehmen Platz auf dem Hochsitz. Und zwar orange-blau, also die Mäuse hier links, die Elefanten rechts, sehr schön. Und wir spielen jetzt mit euch Deutschland sucht den Superhirsch. Ihr habt keine Chance gehabt, euch an dieses Gerät zu gewöhnen. Wie heißt das nochmal? Eifelhirschruf. Der Eifelhirschruf. Das wäre doch für dich auch ein schöner Klingelton. Hirschhausen und dann mit sowas. Ich lasse an dir. Nein, ich kenne jetzt nicht mehr. Genau. Wer könnte besser erklären, wie dieses Spiel geht, als unsere Mausexperten? Und hier sind unsere knallharten Spielregeln. Es gibt die Röhrer und das sind die Hörer. Die Röhrer röhren je drei Lieder, die sie über Kopfhörer vorgespielt bekommen. Alle Hörer raten gleichzeitig. Wer das Lied richtig erkennt und buzzert, bekommt für sein Team einen Songpunkt. Redet er falsch, bekommt das gegnerische Team einen Songpunkt. Und Guido, du legst los. Ich fange an, okay. Hörer auf. Und das Lied, was du hörst, musst du jetzt nachempfinden. Alles klar. Alle bereit? Ihr buzzert. Ihr seid gleichzeitig dran, so schnell ihr es wisst. Deutschland sucht den Superhirsch. Was ist das?
Habt ihr eine Idee? Eine berühmte schwedische Gruppe? Aber. Du darfst nicht mitreden? Waterloo. Natürlich! Hör mal mit gerade. Hör mal mit, damit man es hören kann. Wunderbar. Dass er ja gleich mal so anfangen kann. Da war, das war Song Nummer 1 richtig erkannt. Und hier kommt Song Nummer 2. Ein Hoch auf uns? Ja, wir hätten... Guido, wie schaffst du es, so nah ans Original ranzukommen? Das ist ja irre. Ich habe lange mit Joe Cocker geübt damals. Du hast echtes Talent. Wir hätten dir stundenlang zuhören können. Aber ja. Hier ist Song Nummer 3. Oh, yeah. Das müssen wir wissen. We will rock you. Ja, natürlich. Du, Guido, wunderbare 3 Songs hier vorgegrölt oder vorgerührt, muss man besser sagen. Das heißt, man kann auch mit schlecht versteckten Kameras viel Spaß mit dir haben. Absolut, ja, das ist richtig. Wann ist die nächste Sendung? Wir sind in 2 Wochen dran. Heute in 2 Wochen an dem Samstag. Wir haben Jörg Pilawa dabei, Frank Plasberg ist dabei, Alfons Schubeck, Christoph Maria Herbst, also und viele lustige Filme, nicht mit Hirschen, aber mit anderen, die vor der versteckten Kamera wunderbar reingelegt werden. Also, heute in 2 Wochen, die Kollegen vom SWR, Guido Kanz, versteckte Kamera, ein Muss. Na klar, danke. Okay. Gehen wir noch ein Lied? Ja. Und wir kommen zur Runde. Weitere 3 Lieder. Okay. Wiegald, du bist startklar. Gesundheit. Hier kommt Lied Nummer 1. Was hast du gesagt? YMCA, der Punkt geht an euch. Wie geht's? Wir haben noch weitere Hits. Hier ist Lied Nummer 2, interpretiert von Wiegald Boning am Hirschröhrgerät. Auf geht's. Chaka Khan hat es in den 80ern gemacht. Ain't nobody. Ain't nobody. Yeah. Ain't nobody. Und ganz heiß wieder von Phoenix Yen und Jasmin Thompson. Wie geil, hast du noch Puste? Ja. Und jetzt geht's um Lied Nummer 6. Highway to Hell. Highway to Hell ist es. Erkannt? Ja. Highway to Hell. Und damit 30 Punkte für das Team Elefant. Sehr gut.
Danke, Nils. Eine großartige Idee mit dem Hirschrufen. Und Sie zu Hause fragen sich, was kann jetzt noch kommen? Ich sag nur, jede Menge. Jetzt bei Frag doch mal die Maus. Zirkus finde ich cool. Tiff, Pferde, Clowns. Finn kriegt überraschend eine Hauptrolle in der Manege und entdeckt ein großes Zirkusgeheimnis. Und vom Zirkuszelt zum Schneckenhaus. Sag mal, Eckart, wie schnell sind denn eigentlich Schnecken? Ich glaube, dass ich heute keine Zeituhr brauche. Aufwachen, ja, jetzt geht's gleich los. Schau mal, wie Fernanda direkt losschießt. Was Captain Blaubeer sagt, das stimmt nie. Manchmal schon, aber sonst nie. Mal gucken. Und das große Mausduell. Der schnellste Sprinter Deutschlands gegen das heiß geliebte Auto von Felinas Papa. Weh, es kommt nicht heil nach Hause. Jetzt bei Frag doch mal die Maus. Und weiter geht es hier bei Frag doch mal die Maus mit dem Türöffner-Tag. Türen auf für die Maus. Und wer könnte darüber besser berichten als Ralf Kaspers? Du bist der Mann, der Träume erfüllt. Oh ja. Kann man das so sagen? Sogar meine eigenen. Ja, das stimmt so. Und bevor du weiter träumst, was hat es mit dem Türöffnertag auf sich? Also seit 5 Jahren machen wir es ja so, dass wir Türen öffnen, die sonst immer verschlossen bleiben. Wir haben einen Riesenschlüsselbund inzwischen. Und Zuschauer melden sich bei uns und sagen, ja, wir würden gerne hinter die und die Tür gucken. Das geht übrigens auf unserer Internetseite. Die Adresse ist www.die-maus.de. Und dann versuchen wir, die Türen zum Türöffnertag am 3. Oktober aufzumachen und zu gucken, was da sich hinter verbirgt. Und es gibt auch Kinder, die melden sich hier bei uns bei der Show und denen machen wir auch Türen auf. Und Finn hatte dir eine ganz besonders knifflige Aufgabe gestellt, nämlich er wollte eine Tür geöffnet bekommen an einem Ort, wo es gar keine Türen gibt. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber du hast es möglich gemacht. Wir haben es möglich gemacht. Und deswegen ist es Zeit, ihn kennenzulernen. Du kennst ihn schon. Hier ist Finn. Finn, wir kommen zu dir in die Manege. Hallo. Ralf kennst du natürlich schon. Ja. Hallo Finn. Finn, was war dein Wunsch? Was wolltest du, wo wolltest du hinter den Kulissen mal dabei sein? Also ich wohne ja in so einer kleinen Stadt und da treten nur kleine Zirkusse auf und ich wollte gerne sehen, wie es bei einem so großen Zirkus hinter den Kulissen aussieht. Ralf, ihr seid im Zirkus unterwegs gewesen. Eine extra Privatvorstellung nur für dich. Schauen Sie mal. Traumwetter ist es nicht, aber dafür erfülle ich heute einen großen Traum. Ganz wichtig, im Zirkuszelt darf man niemals den Regenschirm aufspannen. Da ist der Vorhang. Bist du bereit? Ja. Aufgeregt? Ja. Sehr gut. Dann Vorhang bitte auf. Und, wie findest du das? Riesig und cool. Und auch noch ein bisschen dunkel. Ja. Viel besser. Das war mein kleiner Zaubertrick für Finn. Aber im Zirkus gibt's natürlich noch viel mehr Magie. Fragt sich wahrscheinlich, was als nächstes kommt. Meine Damen und Herren, lieber Finn, hier kommen die Les Pauls. Für ihre atemberaubende Rollschuhnummer haben die Kinder des Zirkusdirektors 2 Jahre heimlich geprobt. Und jetzt dürfen wir exklusiv beim Training zuschauen. Hallo, ich bin die Vivi. Hallo, ich bin der Finn. So, Finn, hast du Lust mitzumachen? Ja. Was? Das war eigentlich gar nicht geplant. Ob Finn weiß, worauf er sich da eingelassen hat? Es war schön mit Finn. Ich hoffe nicht, dass der Film jetzt schon zu Ende ist. Ich heb ab, ich zähl mich am Boden. Cool. Finn ist wirklich sehr mutig und er hat sich nicht übergeben. Im Gegenteil, er möchte noch mehr vom Zirkus sehen. Und dabei entdeckt er die Schneiderei. Und hier ist Anna. Hallo. Hallo. Das ist Finn. Hallo Finn. Ich bin Anna. Hallo. Anna, erzähl doch mal, was du hier alles machst. Ich halte die Kostüme instand. Und wie viele Kostüme oder Kleider gibt's hier so? Circa 4000. Die wir jetzt mit auf Tour haben.
4000 und wir probieren alle an. Naja, fast alle. Wir trauen uns noch mal nach draußen. Hier dürfen wir unseren Schirm ja aufspannen und finden ein Zelt, aus dem es nach Heu und Pferden duftet. Das Reich von Pferdeflüsterer Kalle ist hier. Wer von euch beiden möchte mal da ran? Der Finn. Finn. Okay. Finn, hast du gesehen? Steckst die Hand hier durch und dann einfach so saugen. Und ich mache den Staubsauger an für dich. Gestriegelt wird hier also mit einem Staubsauger. Und nicht nur das Pferd glänzt, auch Finns Augen. Ja, Finn liebt Tiere und anscheinend auch das Saubermachen. Sogar für Pferdeäpfel kann er sich begeistern. Die nehme ich mit nach Hause. Super Dünger. Ups, auf die Füße. Jetzt aber schnell, gleich beginnt die Vorstellung. Und da kommen auch schon die ersten Zuschauer. 1500 Menschen passen ins Zelt. Backstage steigt die Aufregung. Es sind nur noch wenige Minuten. Und während wir noch den letzten Feinschliff verpasst bekommen, ist die erste Nummer schon in vollem Gange. So, hier läuft die Vorstellung. Eckhart, die Latte hängt sehr hoch. Ich bin total gespannt, welche artistischen Kunststücke du für uns vorbereitet hast. Bis gleich. Oh, da träumen aber viele von, einmal so dicht dran zu sein am Zauber der Manege. Ja. Was hat dich mehr beeindruckt, die Artisten oder die Tiere? Also die Artisten waren ja körperlich oder so sehr, sehr beeindruckend, aber die Tiere waren schon sehr süß. Also das hat auch Spaß gemacht. Und ihr habt uns auch eine Frage mitgebracht. Ganz am Anfang ging es irgendwie um Regenschirm. Und bevor ihr was sagt, fragen wir doch mal unsere Kandidaten. Kennt ihr euch auch aus mit der Wunderwelt des Zirkus? Die Frage lautet: Warum müssen Ralf und Finn ihren Regenschirm im Zelt schließen? A. Ein offener Regenschirm soll Unglück bringen. B. Das abtropfende Wasser lässt das Sägemehl schimmeln. Oder C. Ein offener Schirm versperrt dem Publikum die Sicht. 10 Sekunden ab jetzt. Das ist die Folge. Die Ursache und das ist B und C Stimmen. Ah. Ja. Beide sagen A, beide tippen auf, das soll beide Unglück bringen. Ja. Was hast du herausgefunden? Es ist tatsächlich ein Aberglaube. Und zwar nicht nur im Zirkus, man sagt ja auch oft zu Hause, bloß kein Regenschirm in geschlossenen Räumen keine aufmachen. Geschlossenen Räume, genau. Und diesen Aberglauben gibt es eben auch bei den Zirkussen. Hat man eine Idee, wo das herkommt? Ja, man vermutet, es kommt daher, dass wenn man einen Regenschirm in einem Zirkuszelt aufmacht, bedeutet das, dass der Zirkus, dass die Plane Löcher hat und dass es da reinregnet. Und wenn es da reinregnet, kommen keine Leute. Wenn keine Leute kommen, wird nichts bezahlt. Und das ist ein großes Unglück. Ein abergläubisches Volk, aber eine faszinierende Welt. A ist die richtige Lösung und 10 Punkte für beide Teams. Ja. Wir sind gut. Ja. Cool. Ja, ja. Na ja. Bringt euch auch nicht mehr. Ja, komm. Schaffen wir noch. Ja, ja. Ralf, wie ist das denn bei uns? Fernsehmenschen? Ich bin der Meinung, dass es Unglück bringt, abergläubisch zu sein. Und deshalb mache ich das nicht. Aber Armin beispielsweise, der schneidet sich grundsätzlich nicht die Haare, solange er an einem Projekt arbeitet. Also sei es ein Film oder eine Sendung. Und das hat zur Folge, dass manchmal der Friseurtermin sehr, sehr lange auf sich warten lässt. Da ist ein Foto, das haben wir hier. Dieser Hippie ist Armin. Da hat er 4 Jahre lang an einem Projekt gearbeitet, und zwar an Robby, Tobby und das Flievertür. Oh, das habe ich geliebt als Kind. Ich auch. Super. Das kennt ihr auch noch, das oder? Das war super. Ja. Super schön. Und ja, als dann die Haare so lang waren und die Filme endlich fertig und der Redakteur gesagt hat, das ist alles großartig geworden, wird jetzt gesendet. Da veranstaltete Armin dann eine Art Kunst-Happening auf einem großen Platz hier in Köln und ließ sich öffentlich die Haare abschneiden. Hast du auch ein Bild? Oh, ja.
Aber Mensch, wenn man jetzt ein Foto von Armin heute daneben hält, der hat sich ja überhaupt nicht verändert. Kaum ein Unterschied. Armin Maywald. Und das war euer Türöffner-Tag. Wer jetzt zu Hause denkt, Mensch, ich habe auch eine Tür oder ich habe auch einen Traum, wo die Maus vielleicht helfen kann, den zu erfüllen, dann her mit euren Bewerbungen, her mit euren E-Mails. Die Adresse ist ganz einfach, die heißt maus@wdr.de. Herzlichen Dank an Ralf und Finn. Bitte. Bitte. Und ich gehe zu meinen nächsten beiden Fragekindern, aber ich muss langsam gehen. Ich muss mich aufs Thema vorbereiten. Was braucht eine Schnecke, wenn sie erkältet ist? Ein Schneckentempo. Und hier sind Eva und Elia. Hallo. Beide ausgewiesene Schneckenfans. Herzlich willkommen bei Frag doch mal die Maus. Was beeindruckt dich an Schnecken, Elia? Ich finde das cool, dass die über scharfe Klingen kriechen können, ohne sich dabei zu verletzen. Eva, was fasziniert dich an Schnecken so sehr? Also ich finde es auch cool, dass es Schneckenkönige gibt. Echt? Ich dachte, die gibt es nur bei den Bienen, die Königinnen. Nein, es gibt auch Schneckenkönige. Das ist, wenn, also bei normalen Schnecken, da ist das Häuschen rechts herum geschwungen und bei den Schneckenkönigen ist das halt links herum. Boah, cool. Die sind was ganz Besonderes. Und ihr habt auch eine Frage mitgebracht. Was wollt ihr von der Maus wissen? Wir wollen wissen, wie lange eine Schnecke für einen Kilometer braucht. Für einen Kilometer? Ja. Noch keiner hat die Geduld gehabt, einer Schnecke bei einem ganzen Kilometer zuzuschauen. Allerdings gibt es ein paar verrückte Leute auf der Welt. Überall, aber am meisten Verrückte gibt es in England. Und da haben die ein Schneckenrennen veranstaltet. Guck mal, da sieht man das. Die Schnecke wird so in die Mitte gesetzt und dann müssen die nach außen. Und dabei tat sich eine Schnecke hervor, die hieß Archie. Und Archie war der absolute Schneckenrennenkönig. Wir haben jetzt kein extra Bild von ihm. Er war immer so schnell unterwegs, dass er nie geblitzt wurde. Aber tatsächlich wissen wir noch seine Rekordzeit. Und das ist meine Frage an die Kandidaten. In welcher Rekordzeit legte Rennschnecke Archie die Strecke von 33 cm zurück? Sind es A, 2 Minuten gewesen, 12 oder 22 Minuten, 10 Sekunden ab jetzt? Da habe ich wirklich. So lang. 33 Meter. Ich glaube, ich hätte auch eher. Das ist eine Rennschnecke. Zwei Minuten, das wäre auf alle Fälle schon ein Fall für die Dopingkontrolle. Das ist ja eine Rennschnecke. Das ist eine Rennschnecke. Also sonst wäre das ja eine ganz normale Schnecke. Eine gutwillige Schnecke. Also man hat Archie ja auch den Usain Bolt der gefleckten Weinbergschnecke genannt. Ja. Und er kam tatsächlich auf 0,0099 Stundenkilometer. Und das sind? Das sagt euch nichts. Nee. Aber das sind 2 Minuten. Ja. Sehr gut. 10 Punkte für die Elefanten. Ist aber richtig schnell. Ne? 60-40 steht es. Richtige Antwort war die Antwort A. Turboschnecke Archie hatte also, wenn man eure Frage beantworten will, für einen ganzen Kilometer 4 Tage gebraucht. Und das sind 101 Stunden. Eure Frage hat uns nicht ruhen lassen. Wir dachten, was die Engländer können, das können wir ja auch, oder? Habt ihr Lust auf ein Schneckenrennen? Ja. Dann kommt mit rüber zu Ralf. Wir dürfen die Schnecke überholen, die folgt uns hier. Zum Schneckenrennen. Ralf, was hast du denn da? Hallo, das ist unser Schneckodrom. Guten Tag. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo. Kommt ruhig näher ran. Guck mal, wir haben nämlich auch, genau wie die Kollegen in England, so eine Schneckenstrecke aufgebaut. Schön kreisrund. Und wir haben auch Schnecken dabei. Eva, du wirst sie erkennen, oder? Komm mal her.
Ja. Was für eine Sorte Schnecke ist das? Was für eine Art? Also das sind afrikanische Riesenschnecken. Man kann die auch Achatschnecken nennen. Das ist richtig. Und der Züchter ist auch nebenan. Der hat sich auch davon überzeugt, dass denen es richtig gut geht. Ich merke schon, ihr seid heiß, die Schnecken einmal aus der Nähe zu betrachten. Kommt doch mal alle her. Und perfekt, die afrikanische Riesenschnecke. Eure Aufgabe, liebe prominente Gäste, ist es jetzt, Elia und Eva, sich intuitiv in die Schnecke hinein zu versetzen. Und ihr müsst euch jetzt für eine Schnecke entscheiden. Welcher der Schnecken traut ihr das Rennpotenzial zu? Jeder nimmt sich eine Schnecke raus und setzt sie drüben auf die Platte. Weiß ich nicht, von denen ist das jetzt keiner. Nehmt euch bitte auch noch ein Namensschild da vorne. Aufwachen, ja, jetzt geht's gleich los. Mein lieber Schatz, jeder nimmt ein Namensschild. Renn um unser Leben. Oh, Beatrice versucht es mit zu reden. Sehr gut. Und bitte auf die Startpunkte da drüben. Wir haben hier ein paar Punkte. Auf die weißen Startpunkte. Ganz schnell. Glaube mir. Wirklich. Sei Mann oder Frau, mach was du willst. Du hast hier noch dein Schild raus. Am besten die Spitze der Schnecke. Oh, Beatrice, was machst du da? Den Ballast noch abnehmen. Ich mach hier schon mal die Rennstrecke. Ich poliere die Rennstrecke. Das hat so ein bisschen was von Curling, dass man sozusagen die Fläche vorbereitet. Gurke. Eva, du weißt auch, worauf die Schnecken reagieren. Die wollen nämlich besprüht werden. Guck mal, da unten ist ein bisschen Wasser. Meine geht zur falschen Seite. hier wurde gemogelt. Thomas hat heimlich die Schnecke von Wiegald umgedreht. Ja. Aber Wiegald, du darfst sie noch mal die Spitze nach innen. Ja. Ich glaube ja, hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Meine Schnecke nimmt falsch. Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, Eva, sprühen, wenn man vor bitte deren Fühlern groß rumhampelt. Man muss die einfach jetzt einmal sprühen, damit die merken, oh, jetzt wird's ernst. Oh. Ready, steady, slow. Meine Schläfe? Es geht um diesen Pokal, aber wir haben, weil sich ja hier gleich dramatische Szenen abspielen, gesagt, wir brauchen den Top-Experten. Wir brauchen den besten Moderator für Sportereignisse in der ARD. Und hier ist Tom Bartels. Hallo Eckart, schönen guten Abend. Tom, was erwartest du von dem Rennen? Du hast schon alle Sportarten kommentiert, aber Schneckenrennen noch nie, oder? Also Synchronschwimmen habe ich gemacht. Skispringen gilt, glaube ich, in Köln auch als exotisches Schneckenrennen noch nie. Ich glaube, dass ich heute keine Zeituhr brauche. Das wäre zumindest mal meine Vermutung, um diese brillanten Überholmanöver zu sehen. Aber wenn da schon Schnecken verkehrt rum aufgestellt werden, dann wird das ja dramatisch. Ralf und ihr beiden, ihr bleibt bei den Schnecken. Ihr passt auf, was passiert. Und wenn wir uns dem Ziel nähern sollten, dann haust du bitte auf den Buzzer. Dann unterbrechen wir, egal was passiert. Und Tom, das ist nicht das einzige Rennen, was du uns heute präsentieren wirst. Was dürfen wir noch von dir erwarten? Also der Kontrast könnte größer nicht sein. Wir haben auch ein paar Bilder mitgebracht, die wir uns mal anschauen können, denn die Kontrahenten beim großen Mausduell, die bereiten sich schon vor. Wir sind im Koloneum und dort haben wir einen wunderbaren Sportwagen, das ist das Auto von Felinas Papa, der heute antritt über 60 Meter gegen ihn. Julian Reuß, Deutschlands schnellster Sprinter, über 100 Meter hält er den deutschen Rekord und ein großes Vertrauen ist damit verbunden, den Schlüssel zu übergeben für dieses wunderbare Auto, vollwertiges Familienmitglied. An wen? An eine Formel-1-Legende. Gut aufpassen, hat sie gesagt, Felina zu Heinz-Harald Frenzen. Der tritt nämlich an in diesem Geschoss gegen Julian Reuß. Es ist völlig offen, wie das Duell ausgeht, über 60 Meter. Dieser Mann hat eine unglaubliche Beschleunigung. Mensch gegen Maschine. Kann Julian Reuß wirklich gewinnen gegen die 90 PS, die Heinz-Harald Frenzen bewegt? Die Ausgangslage ist unglaublich spannend. Drehen die Reifen durch. Hat Heinz-Harald Frenzen den Start im Griff? Das Wetter wird überhaupt keine Rolle spielen, denn wir haben eine komplett überdachte Strecke, pfeilgerade, optimale Bedingungen für alle Beteiligten, die sich jetzt noch vorbereiten können. Und wir freuen uns auf den großen Showdown gleich beim großen Mausduell. Danke, Tom. Zwei bewegende Rennen, das Mausduell und das Schneckenrennen, was jetzt hier im Hintergrund läuft. Die Entdeckung der Langsamkeit hat uns inspiriert zu unserer heutigen Variante vom Bingo. Wir haben hier schon Schmelzbingo, wir haben schon Schimmelbingo gespielt. Immer geht es darum, zeitliche Prozesse mit dem Zeitraffer zu verändern. Und diesmal spielen wir Kresse-Bingo. Schaut mal, das ist gesäte Kresse. Ja. Damit man nicht gleich erkennt, welches Bild sich dahinter verbirgt, haben wir es ein bisschen eingefärbt. Aber wenn wir den Zeitraffer starten, schauen wir
der Kresse beim Wachsen zu. Es gibt Leute, die sagen, man hört das Gras wachsen, aber wir sehen jetzt gleich ein Bild wachsen. Wenn ihr es erkennt, haut auf den Buzzer. Damit habt ihr das Recht zu antworten. Und ich sage, Kresso-Bingo-Rätsel Nummer 1, ab. Was ist das? Oh, ein Flugzeug. Richtig, ja. Der erste Punkt für euch. So simpel ist das. Bitte was? So simpel ist das. Wir lassen es weiter wachsen. Einfacher denkt. Ich dachte, die Fluglinie. Und ich mag diesen Moment, wo die grünen Blättchen sich nach oben strecken und strecken. Immer wieder ein schöner Moment. Das sieht für mich auch aus wie ein Männchen. Wie ein Männchen, ja. Wenn die Arme so zur Seite wegstrecken. Eure Fantasie ist bemerkenswert, aber ihr habt noch weitere Gelegenheiten, sie auszutoben. Wie kickst du das aus? Hier kommt Rätsel Nummer 2. Schön langsam, was ist es? Ja. Eine Birne. Eine Birne ist richtig. Okay, lass dir die Hand an der Tür. Sofort draufhauen. Irgendwas sagen. Ah, ja. Wir spielen Rätsel Nummer 3. Und Sie dürfen natürlich auch zu Hause mitraten. Ja. Was ist es? Ein Fuß. Ein Fußabdruck, genau, ja. Richtig. Ja. Schön. Ja. Ich habe nur hinten angefangen, die Zehen nicht gesehen. Hier kommt Rätsel Nummer 4. Haut einfach drauf. Ja. Kaffeekanne. Ah. Ja, eine Kanne jeder Form. Richtig. Ja. Tea Time. Hau einfach drauf. Ne? Richtig. Da muss gleich gerade erst eine Hand. Noch hat mir gedacht. Nee, hau drauf. Oh! Der Schneckenalarm. Was? Oh. Ralf, was ist passiert? Wer liegt vorne? Fernanda. Ralf, wen wollen wir nach vorne holen? Wir haben hier jemand ganz, ganz schnell. Also Roche sieht okay aus, also ist auf jeden Fall schon im soliden Mittelfeld. Thomas beschäftigt sich noch mit, ich weiß nicht was, Wiegald schläft. Fernanda, Roche, kommt mal schnell her, ihr könnt noch auf den letzten Millimetern eure Schnecken anfeuern. Und Fernanda ist so gut wie übers Ziel. Georgina, go! Georgina, go! Oh ja. Das sieht sehr gut aus für Fernanda. Oh Gott, ja, meine schläft. Wiegald, woran hat es gelegen? Ja, zu wenig Schlaf letzte Nacht wahrscheinlich. Ja. Und er wird jetzt hier im Fernsehen live nachgeholt. Achtung. Und Achtung, und sie ist jetzt über die Linie. Fernanda hat gewonnen. Fernanda, ein Salatpokal für Fernanda. 10 Punkte für dich. Danke. Aber damit ihr wisst, alles wurde gefilmt von zwei Kameras, eine von unten, eine von oben. Und wir schauen uns das jetzt nochmal in der Zeit, nicht in der Zeitlupe, aber im Zeitraffer an. Tom, was hast du gesehen? Eckart, es ist eines meiner leichtesten Rennen, das ich je kommentieren durfte. Schau mal, wie Fernanda direkt losschießt. Perfekt motiviert. Dagegen ist Guidos Schnecke schwindelig gesprochen worden von ihm. Die macht keinen Zentimeter. Beatrice daneben genauso. Mag am besten singen können, aber bewegen kann sie sich überhaupt nicht. Und Fernanda schießt davon in Überschallgeschwindigkeit. Absolut nicht zu stoppen. Ich weiß nicht, auch Wiegald wirkt ein bisschen lethargisch, zumindest hier beim Schneckenrennen. Und Thomas, glaube ich, ist abgelenkt. Von den Mädels, von Fernanda, von Beatrice. Das ist auch viel zu wenig. Aber es ist eine ganz klare Sache. Fernanda, Glückwunsch. Sie bewegt sich nicht nur auf der Tanzfläche am besten, sondern auch hier als Schnecke. Großartig. Super. Tom, du machst dich auf. Herzlichen Dank für die Schneckenrennkommentation. Aber wir warten noch auf das große Mausduell Mensch gegen Maschine. Du machst dich auf ins Nachbarstudio in Ossendorf. Und Fernanda, willst du deinen Sieger küssen? Ja, guck mal, sie ist auf meinem Finger drauf. Vielleicht gerade verwandelt sie sich in einen Prinzen oder so. Ach nee, das ist ein anderes Mädchen. Dann mach ich das. Es kann auch sein, dass sie jetzt am Finger so ein bisschen rumbeißt, aber das genau, tut nicht weh, das kitzelt mal ein bisschen. Ich wusste gar nicht, dass Schnecken Zähne haben. Nein, die hat eine Zunge. Die haben eine kleine Raspelzunge. Ja. Wahnsinn. Meine erste, yes. Du kriegst in der also, Gurke. Wir werden behutsam mit den Schnecken jetzt wieder umgehen. Kann man die eigentlich auch ins Freie aussetzen?
das ist besser nicht, denn die vermehren sich sehr schnell. Und in Afrika sind die sogar eine Pest, weil sie den Kalk von den Häusern fressen. Echt? Ja. Also wir werden behutsam mit ihnen umgehen und sollten sie dann morgen in ihrem Garten im Umland von Köln eine Schnecke sehen, seien Sie vorsichtig, es könnte sich um einen Fernsehstar handeln. Herzlichen Dank an Eva und Elia für diese wunderbare Frage. Super. Toll gemacht. Kommt alle mit rüber. Danke sehr. Tschüss, Schnecke. Tschüss, Schneck. Wir sind schon wieder weg. Also deine war ja auch im Total. Wir waren eben beim Kresse-Bingo und da machen wir weiter. Aber der Schneckenalarm musste sein. Das wäre ja fast ein Brennpunkt geworden. So knapp war das, so berauschend war das im Tempo. Und ein Kresse-Bingo haben wir noch über. Wer hat die Hand am Buzzer? Wer ist schneller dran? Du, Achtung, hier kommt unsere letzte Chance, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Ein Boot. Ein Boot, ein Segelboot. Wir lassen es weiter wachsen und sprießen. Aber das bleibt immer noch richtig. Sehr schön. Wow. Reicht nur leider nicht, oder? Es reicht leider nicht. Ein klitzekleinen Kressepunkt vorne, ah, ja. Die Maus. Und die macht diese Punkte für sich klar. Das kann ich ja nicht sehen. Very good. 70. Und damit steht es 70 zu 70. Ja. Es ist ganz, ganz ausgeglichen. Und falls uns jetzt kritische Bürger dieses Landes zuschauen, ich lege meine Hand ins Feuer. Alle diese Kresse-Bingo-Bilder waren echt nicht, dass es nachher wieder heißt, ja, öffentlich-rechtlich, Lügenkresse und so. Nein, dafür bürge ich, dafür haben Sie ihre Gebühren bezahlt. Mit der Wahrheit haben es aber nicht alle so genau. Der Captain Blaubeer ist bekannt dafür, dass man bei seinem Seemannsgarn gut beraten ist, wenn man überlegt, ist das wahr oder gelogen? Das sollen wir auch alle gleich hier im Studio bei der nächsten Geschichte. Captain, was hast du dir heute ausgedacht? Okay. Mein lieber Eckhart, manche Leute gehen ja so leidenschaftlich einem kuriosen Hobby nach. So etwas Unsinniges könnte ich mir gar nicht ausdenken. Wie dieser clevere Tüftler aus Düsseldorf. Über den Wolken ist die Freiheit für ihn grenzenlos. Fliegen ist sein Hobby. Aber sein Herz brennt noch mehr für die Papierfliegerbastelei. Dabei ist sie echt eine Kunst für sich, sag ich dir. Alles muss stimmen, sonst gibt's eine Bruchlandung. Damit's gelingt, ist akkurates Arbeiten, genaues Ausmessen, penibles Falten, akribisches Knicken und Glattstreichen angesagt. Das muss sein für einen guten Flug. So. Ja. Bei einem begnadeten Papierfliegerbastler fliegen die gefalteten Vögel besonders weit und landen punktgenau auf der Rollbahn. Na bitte, geht doch. Als erfolgreicher Tüftler ist man auch bei Freunden gefragt, wenn es was zu feiern gibt. Wie etwa den bestandenen Segelflugschein des Ehemannes. Du, Max hat seinen Segelflugschein endlich bestanden. Hey, Gratulation. Mal, ich dachte, der schafft das gar nicht mehr. Tja, da hat der frisch gebackene Segelflugscheinbesitzer jetzt doch wirklich was Besonderes verdient. Jetzt wollte ich gerne eine Überraschungsparty geben. Motto-Party, und zwar super. Mit dem Motto, alles fliegt. Und da wollte ich dich fragen, ob du nicht welche von deinen tollen Papierfliegern basteln könntest. Wie viel denn? So etwa 500. Da fällt auch der beste Pilot aus allen Wolken. Okay, ich mach's. Dann mal los, denn ohne Flieger wird das nichts mit der Überraschungsparty. Über den Wolken. Zu blöd, wenn man einfach nicht Nein sagen kann. Die Zeit fliegt und das Ziel rückt kaum näher. Das dauert ja Stunden. Ach, was sage ich? Tage. Das klappt nie bis zur Party. Es wäre schön, wenn sich das Papier wie von Zauberhand falten ließe. Aber manchmal fallen gute Ideen einfach vom Himmel. So, jetzt Einstein-mäßig nachgedacht. Mit Formeln hin und her jongliert, astrein gerechnet, kombiniert und ausprobiert. Geschraubt,
Getüftelt? Gehämmert. Ah ja, dazu noch ein Standard-Akkubohrer als Motor. Dann als Blackbox gestrichen. Ganz schön angepinselt. Und auf die letzte Sekunde ist sie fertig. Die weltweit erste Papierflieger-Faltmaschine. So. Und das Beste ist, die Dinger fliegen auch noch astrein. Na prima. Da kann die Überraschungsparty pünktlich losgehen. Mit dieser Maschine sind die Basteleien für bestandene Segelflugschein-Überraschungspartys. Sie schafft es, 60 Papierflieger pro Minute zu falten und abzuschießen. Und Eckart, das kannst du mir glauben, mit dem Ding bist du der absolute Überflieger. Dank an Captain Blaubeer. Hände an die Abstimmungsgeräte. Also das ist sehr schön. Gibt es das oder nicht? Ein Düsseldorfer Maschinenbauer hat eine Papierflieger-Faltmaschine erfunden. Wahr oder gelogen? 10 Sekunden ab jetzt. Ja, das kann man ja gemacht haben. Aber es ist, kann man alles möglich. Ja, das ist nur völlig blöd. Ich glaube, ja, es ging 60 in der Sekunde, in der Minute. Mal gucken, wie es sich mit der Erfindung der Papierflieger-Faltmaschine tatsächlich begibt. Und ich begebe mich zu, ey, Leonardo DiCaprio hat schon einen Oscar. Ich finde, er ist der Nächste, oder? Christoph Biemann. Bravo! Christoph, hier stehen Maschinen, die kann man sich eigentlich ausdenken, oder? Hat aber einer gemacht. Dieter Michael Krone heißt er, aus Düsseldorf, ein Ingenieur. Alle Einzelteile sind mit 3D-Druckern gedruckt worden, hergestellt worden. Hier ist der Papiereinzug, Papier, hier sind ja die verschiedenen Arbeitsschritte, da vorne soll es rauskommen. Hier meinst du, wir dürfen die einmal ausprobieren? Hier unten ist der Knopf, ach, das du drücken ist der Akkuschrauber, darfst, der ja verschraubt wurde. Achtung! Ich probiere es mal. Ja, Achtung. Alle in Deckung gehen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hey, wow. Das geht ja hier wie am Schnürchen. Der Einzug ist nicht ganz so. Papierstau. Ist es Papierstau, wie beim Drucker auch. Aber das waren ja unglaublich viele Applaus für diese geniale Erfindung. Mit dem Michael Krone. Der war's. Und wir gucken uns das Ganze noch mal in Zeitlupe an. Da sieht man, wie das Papier in jeder Stufe sozusagen veredelt und noch weiter einem Papierflieger ähnlich gemacht wird. Unglaublich. Die Behauptung ist wahr und das sind 10 Punkte für das Team, was das richtig geahnt hat. Und wer war das? Ja. Das sind... Oh, ich habe ein Bild gemacht. Die Elefanten. Danke, Christoph. Aber knapp. Dafür gibt es wieder nur 10 Punkte. Eine Schnellraterunde zum Thema Technik und Skurriles. Hier ist unsere erste Frage. In Köln werden momentan stillgelegte U-Bahn-Schächte in Studentenwohnheime umgebaut. Wahr oder gelogen? 10 Sekunden abstimmen. Unter der Bibliothek. Alle dürfen mitmachen. Also Köln ist jetzt nicht die Studentin. Guido, du bist Kölner. Ja. Findest du das eine gute Idee? Also ich war ja Student, aber ich habe ein Fernstudium damals gehabt. Ich war viel zu Hause, von daher habe ich nie im Studentenwohnheim gewohnt. Aber ich glaube, in Köln ist vieles möglich, aber das hätte ich gelesen. Ich glaube, das ist gelogen. Hat jemand Ja getippt? Ja. Ich habe Ja gedrückt. Einfach nur, okay. Weil ich das so absurd fand, dass es schon wieder einladend war. Du meinst, irgendwann müssen wir alle unter die Erde, warum nicht schon als Student? Ich finde, man muss den Raum sinnvoll nutzen. Warum nicht? Verkehrstechnisch günstig womöglich. Ja. Man wird aber sehr früh morgens geweckt, würde ich sagen. Das ist richtig, ja. Das ist nicht so richtig für die Studenten was. Und deswegen darf ich verraten, diese Geschichte ist gestunken und erlogen. Es ist Quatsch. Schade. Wer hat's gewusst? Naja, wir, oder? Wir. So knapp. Boah, deutlich. Ganz kurz. Man sieht hier ja nie. Ja. Ganz knapp.
Absurde Geschichte Nummer 2. Wir gehen nach Frankreich. In der Stadt Grenoble gibt es Kurzgeschichtenautomaten, aus denen man Geschichten für 1, 3 oder 5 Minuten Lesezeit ziehen kann. Wahr oder gelogen? 10 Sekunden. Ja, doch, das habe ich schon gesagt. Ich darf euch verraten, die Idee ist so gut, die gibt es tatsächlich. Schaut mal auf dem Foto. Ja, finde ich. Da kommen aus dem Automaten Geschichten raus, dass die Leute sich mit ein bisschen Literatur vertraut machen, mit einer Kurzgeschichte. Und so fördert man das Entertainment beim Warten. Die Geschichte ist wahr. Wer hat's gewusst mit den Kurzgeschichtenautomaten? Diese 10 Punkte gehen an die Elefanten. Bei UFOs und die Erde niedergerettet, glaube ich. Eine Frage haben wir noch. Nein, ey. So, komm. Einen haben wir noch und. Ich darf um Ruhe bitten, denn wir haben eine schöne Frage zum akustischen Verhalten unter Wasser. Oh, okay. Heringe können rund 8 Sekunden lang in verschiedenen Oktaven pupsen. Wahr oder gelogen? 10 Sekunden ab jetzt. Verschiedene Heringe. Heringe. Fische können pupsen. Ja. Heringe. Wer will denn sowas messen? Was sind so Details? Nach Heringen könnte so etwas passieren. Also, Forscher der University of British Columbia haben tatsächlich entdeckt, Heringe können über mehrere Oktaven, 3 Oktaven genau zu sein, sozusagen singen. Sowas für sicher. Also die pupsen und man weiß noch nicht genau, ob das tatsächlich so eine Art Sprache ist, so eine Art Kommunikation. Vielleicht auch so, hey, Baby, ich hab's drauf, ich hab mehrere Oktaven. Es könnte sein, aber die Tatsache ist wahr. Hurra! So, jetzt aber. Jetzt aber. Ja, aber jetzt unser Block ist. Das ist unser Block, ne? Bitte. Wo ist unser Block? Vor allen Dingen im Dunkeln ist es ja auch schwer für die Heringe. Die können ja nicht signalisieren, die haben keine Zeichensprache, die können nicht sprechen. In der Männer versuchen da ja manchmal auch sozusagen akustisch auf sich aufmerksam zu machen. Beatrice, findest du das auch ein Vertrauensbeweis, wenn ein Mann in deiner Gegenwart sich ein bisschen gehen lässt? Ist absolutes No-Go. Echt? Ja, ich finde das ganz abturnen. Ich weiß nicht, ob ich für alle Männer hier sprechen kann, aber nicht das in ist drei auch Oktaven? Nein, auch nicht in 3 Oktaven. Ah, naja, wenn jemand in 3 Oktaven furzt, das ist dann schon, da würde man sagen, hey. Ich stelle mir gerade vor, also du meintest, es ist dunkel in der Dose, in der Heringsdose, und da ist halt dunkel, wenn die da furzen. Also Vorsicht, wenn sich der Deckel wölbt, es könnte sich um eine Sprechblase handeln. Ah, gut. Eine Sprechblase. Und wir wollen wissen, wie viele Prozent haben das gewusst? Ja! Die Punkte gehen an das Team Maus. Das war klar. Juhu! Ja. Das war ja eine Pupsfrage. Ja. Sowas weiß Team Maus. Ja, natürlich. Ist okay, auch jemand muss die fragen können. Für alle, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, wir haben zu Beginn unserer Sendung Jonas und Moritz hier fragen lassen, wie viele Grashalme hat ein Fußballfeld? Und während die Sendung läuft, haben wir Nia Künzer, unsere Fußballweltmeisterin, hier nebenan im Zähllabor. Nia, wie läuft's? Ja, hallo ins Studio. Wir haben den Jungs die Fußballschuhe und Schienbeinschoner abgenommen und haben sie mit Lupe und Pinzette ausgerüstet. Und jetzt zählen sie fleißig. Ich habe mich vorher mal umgehört, wer hier so die größte Klappe hat im Team. Und deswegen frage ich jetzt mal Luis. Alle haben gesagt, Luis hat die größte Klappe. Lieber Straftraining oder weiter Halme zählen? Lieber weiter Halme zählen. Und was muss, das muss. Was muss, das ist gut, weil wir sind ja auch noch nicht fertig. Hier bleibt gar nichts anderes übrig. Wir schauen mal, was ihr überhaupt machen müsst. Ne? Ihr seid ja quasi ein Team und spielt Doppelpass, um im Fußball zu bleiben. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Man muss, wir haben es ja vorhin gehört, nicht die Blätter oben zählen, sondern nur die Halme. Einer zupft und Luca notiert. Jetzt sehen sie schon alle ein bisschen erschöpft aus, die Jungs. Zu Recht, hier ist nämlich auch relativ warm in der Hütte. Deswegen Kapitän Giancarlo,
Was machst du, um deine Jungs nochmal zu motivieren? Stell dir vor, ihr liegt gegen, ich glaube, Dortmund ist euer ärgster Rivale, 0-1 zurück und du musst die Jungs nochmal richtig motivieren. Ja, ich hau nochmal alle meine Emotionen raus und motiviere die Leute, also die Mitspieler, dass sie alle Gas geben und weiterkämpfen. Aber genau. Sag mal, Nia, ich würde das gerne mal sehen, wie das ist, wenn Giancarlo alle seine Emotionen raushaut. Kann er das uns einmal demonstrieren? Ja, ich glaube, ihr habt sogar einen Spruch. Wir haben ja schon den Tag miteinander verbracht. Wie geht euer Spruch? Wir sind immer für euch da. Fußballclub Colonia. FC, Köln. FC, Köln. FC, Köln. Kommt Jungs. Ja, das war gar nicht geprobt. Dafür war es ziemlich gut. Und die Jungs, die uns das eingepackt haben, die müssen wir ja auch noch mal sehen. Jetzt sitzen sie, die zwei, Moritz und Jonas. Jonas hatte die Idee, glaube ich, in der Allianz Arena in Bayern. Allerdings wäre der Rasen nicht so geeignet gewesen. Die Bayern spielen nämlich an so einem sogenannten Hybridrasen. Was ist das? Das heißt, zwischen dem normalen Rasen, den wir kennen, Naturrasen, werden alle 2 Zentimeter so Kunstfasern, Kunsthaarbüschel eingepflanzt oder gesetzt. Die soll den Rasen belastbarer, langlebiger machen und das Wasser fließt natürlich auch schneller ab. Neben den Bayern können sich das noch Hoffenheim, Wolfsburg und der HSV leisten. Kurz gesagt, Vereine, die Geld haben, plus HSV. Sag mal, die Jungs haben so lange schon da ganz still gesessen. Ich würde die noch einmal ganz kurz motivieren wollen. Könnt ihr euch einmal hinstellen. Ihr habt nämlich so tolle Kittel an. Mit euren Namen hinten drauf. Einmal rumdrehen. Und ein riesen Dankeschön an Nia Künzer und Luca und Till und Luis Rancalo. Und die U12 des 1. FC Köln. Herzlichen Dank. Ihr zählt weiter. Und gleich seid ihr mit dem Ergebnis bei uns bei Frag doch mal die Maus. Jorge, wie ist es bei dir mit Fußball? Wir haben Dokumente gefunden, dass du da auch eine durchaus sehenswerte Leidenschaft pflegst. Ja, ich kann Fußball auf High Heels spielen. Oh. Sehr schön. Ich war dabei. Ja? Wir haben schon mal zusammengespielt in Hamburg. In Hamburg für einen guten Zweck gespielt. Ja. Und du hast Elfmeter geschossen mit solchen Absätzen, habe ich noch nie gesehen, ohne sich die Knöchel zu brechen. Wie das geht, weiß nur Hoff. Und war er drin? Der war, glaube ich, sogar drin. Ja, ja, ja. War er ja. Drin? Hallo. Ja. Es war für einen guten Zweck. Ja, ja. Ja, ja. Und außerdem jetzt bei Frag doch mal die Maus auch diese Themen. Blumen gießen mal etwas anders. Ist noch Suppe da? Und wo schmeckt's euch am besten? Auf jeden Fall bei Oma. Außerdem Rapunzel im Realitätscheck. Kann man so einen langen Zopf wie Rapunzel bekommen? Ich habe das Gefühl, die halten gar nichts aus. Meine Brüder haben mir echt alle ausgezehrt, als ich klein war. Und das große Mausduell. Der schnellste Deutsche über 60 Meter gegen den Oldtimer von Felinas Papa. Das schafft das Auto nie. Wenn Papa fährt nicht, aber wenn Mama fährt schon. Das Ergebnis gibt's nur hier bei Frag doch mal die Maus. Wir bringen jetzt zwei Dinge zusammen, die gerade sehr angesagt sind. Darts gucken plötzlich ganz, ganz viele Leute begeistert zu, wie man mit diesen Pfeilen wirft. Und wir wollen es mit dem Thema Frühling verknüpfen, nämlich Blumengießen. Unser Spiel heißt Pfeil und Blüten und die Regeln sind so. Jedes Team hat die Aufgabe, die Wasserballons mit den Dartpfeilen abzuwerfen. Mit dem Wasser aus den aufgeplatzten Ballons werden die Blumen gewässert und zum Blühen gebracht. Wer innerhalb von 45 Sekunden mehr Blumen zum Blühen bringt, gewinnt das Spiel und damit 30 Punkte. Ihr seid startklar, aber bevor es losgeht, noch einmal der klare Hinweis, wir zählen während der 45 Sekunden. Wenn die Blüten sozusagen nachblühen, das gilt nicht. Wir haben einen knallharten Linienrichter fürs Blühen. Ihr seid startklar und ich sage Pfeil und Blüten, los! Oh, das geht gut live. Oh. Hey! Mega trifft alle bitte. Zueinander sehr gut dabei. Oh, fuck. Ja, ist mir einfach. Oh, die Blüte in der Mitte, die ist schon so weit. Ja? Anfang
Ihr habt noch 20 Sekunden. Und da kommt schon die zweite Blüte. Zwei Blüten. Und noch ein paar Sekunden. Wir müssen die unten. Da ist sie da unten. Ja. Oh, da war wieder einer kaputt. Vier Blüten sind schon. Ihr müsst euch konzentrieren auf die rechts. Naja. Und stopp. Schade. Und es sind vier Blüten. Okay. Okay, ja gut. Und während wir hier die Teams tauschen, schauen wir uns die Highlights dieser Partie an. Das war wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer. Ihr müsst sehr aufpassen, das ist auch gefährlich. Ja. Mitte. Wo gehst du in die Mitte? Aber das geht nicht. Bist du Linkshänder oder Rechtshänder? Ich auch. Ich auch. Du? Du? Ich bin auch Rechtshänder. Oh, hier wird an der Strategie gefeilt. Rechtshänder, Linkshänder. Ich habe ja früher lange als Akupunkteur gearbeitet, deswegen komme ich klar mit solchen spitzen Gegenständen. Die Vorlage sind vier Blüten, die erblüht sind. Ihr seid bereit, dann sage ich Pfeil und Blüten ab. Oh, Guido legt da gleich vor. Zack, da sind aber einige Stunden in Kneipen. Ja, natürlich. Erfahrung. Oh, einer hat sogar die Dekoration getroffen. Okay. Oh. Es sind 22 Sekunden gespielt. Wow, noch 10 Sekunden. Und vor der Zeit. Alle fünf zum Blühen gebracht. Wow! Yeah. Bravo! Guido, ich habe dich schon fast den Topf noch hinterherwerfen sehen. Du warst nah dran. Ich war kurz davor. Wir schauen auch bei euch die Highlights noch mal an. High Heels und Highlights. Nimm Platz. Großartig. Sehr, sehr gut. Super geworfen habt ihr. Cool. Die waren gut. Ja. Vier Punkte bei den Elefanten, aber sensationelle volle Punktzahl beim Team Maus. Das sind 30 Punkte vor. Kann man neidlos. Und damit geht das Team Maus sogar in Führung. Ja, ist ja gut. Müssen wir nicht übertreiben jetzt. 110 zu 100. Und wenn Sie jetzt zu Hause denken, Mensch, tolles Spiel, das würde ich auch mal gerne machen, aber ich habe kleine Kinder, mit den Dartspfeilen ist ein bisschen gefährlich und nachher ist alles nass. Hier habe ich was für Sie. Vielleicht haben Sie auch schon die Maus-App runtergeladen. Ein Riesenerfolg. Und jetzt etwas für die Kleinen, nämlich die Elefanten-App. Schauen Sie mal, was die alles kann. Der kleine blaue Elefant. Boah! Endlich hat auch er seine eigene App. Ein großer Spaß am Tablet und Smartphone. Immer drei brandneue Sendungen mit dem Elefanten. Dazu jede Menge Lach- und Sachgeschichten. Tolle Spiele mit funkelnden Sternen, sprießenden Blumen und immer mit ihm, dem kleinen blauen Elefanten. Die neue App vom WDR. Danke, lieber. Eine tolle Sache, die Maus-App und jetzt ganz neu zum Runterladen, überall, wo es Apps gibt, die Elefanten-App. Mehr dazu, wie immer, im Netz zu finden. Und jetzt begrüße ich aus Drehn-Steinfurt den Max. Willkommen bei Frag doch mal die Maus. Hallo Max. Hallo Max. Oh, ich muss höflich sein. Erstmal die Damen. Ich hab ihn hier schon. Oma Klärchen, darf ich so sagen? Max, du hast deine Oma mitgebracht und noch viele Freunde. Wen haben wir alles hier am Tisch? Also, erstmal sind da meine drei Geschwister. Einmal der Felix, die Anna und die Marie. Und dann noch meine beiden Freunde, den Jan und den Bosse. Und was gibt's? Es gibt... es gibt Hühnersuppe von Oma. Oh. Ich auch da geht ein durchs Publikum. Krieg ich ein bisschen was? Die dampft da so schön. Aber sicher doch. Da muss ich doch mal probieren. Mhm.
Weil das ist aber schwer. Hühnersuppe ist ja auch bei Erkältung somit das Beste, was man haben kann. Ich bin krank. Du hast eine Frage an, frag doch mal die Maus. Ja, also meine Frage ist, warum könnte... Dankeschön. Warum können Omas besser kochen als andere? Die Schule. Oh, da ist die Oma aber sehr geschmeichelt. Ich muss mal probieren. Ich hoffe, dass ich schmecke. Oma Klärchen, was ist da jetzt drin alles? Ja, das ist erstmal ein Huhn. Das ist nicht selbstverständlich, nein, das ist nicht selbstverständlich. Nein, nein. Ja, und dann Porree, Sellerie, Möhren. Viel Gemüse, viel Gesundes. Ja, ganz viel Gemüse. Ja, und dann die Einlage, Eierstich und Grießmilchlöse. Und ein bisschen Petersilie zur Deko. Ich bin jetzt ganz unhöflich, ich muss es einmal probieren. Ihr dürft euch natürlich auch nehmen. Aber wir wollen noch mal wissen, ob das, was deine Frage ist, anderen auch so geht. Nämlich, warum schmeckt es bei Oma immer am besten? Und wir haben einfach mal auf der Straße gefragt, geht es anderen auch so? Meine Oma macht immer sehr gerne alte Sachen. Meine Mama probiert eher neue Sachen aus. Und da weiß man nicht, was rauskommt. Das wird eine harte Entscheidung. Bei wem schmeckt's besser? Bei Oma. Als ich klein war, glaube ich bei Oma. Mama kann's aber auch perfekt. Oma. Oma so lieb, Oma so nett. Mein Lieblingsgericht von meiner Oma ist Forelle. Eintöpfe und Pfannkuchen, der war auch immer ganz toll. Lauchsuppe mit Käse. Warum es bei Oma am besten schmeckt, weil sie wahrscheinlich noch die ältesten Hausrezepte hat. Erfahrung. Gewürze vielleicht. Die benutzt auch oft Zutaten aus ihrem Garten. Weil Oma mit Liebe kocht. Und schimpfst dann meine Mutti, ach du verwöhnst ihn noch. Wenn ich dann bei meiner Oma bin, dann gibt sie sich besonders viel Mühe. Also ich weiß noch, Oma hat immer ganz gern überall Butter dran gemacht. Dann lächelt Oma zärtlich und sagt, ich darf das doch. Tja, schon Heinche wusste, dem Enkel geht's bei Oma gut. Daran hat sich nichts geändert. An anderen Dingen aber schon, denn die Werbung von damals ist eher speziell. Ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben. Dass mit dem Frauenbild alles so okay ist, ne, von früher. Wir wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Als Frau hat man ja jetzt nicht nur Haushalt und Kinder, sondern auch Karriere oder sonstige andere Fragen. Ja, nur früher wurde Frau auf Herd und Mann reduziert. Ne? Das dürfte wohl heute Gott sei Dank nicht mehr zutreffen. Oma und auch meine Mutter haben ja meistens nicht gearbeitet. Und die hatten ja dann auch viel mehr Zeit und konnten ja auch ein bisschen aufwendiger kochen. Bei meiner Mutter gibt es manchmal auch was, halt Fertigspitzen und sowas. Das ist auch in Ordnung so, denn dann hat Mama auch viel mehr Zeit zum Spielen. Und trotzdem gilt nach wie vor... Ich hab die beste Oma, die liebste von der Welt. Oh, Oma, die liebste von der Welt. Sag mal, Oma, ich bin ganz unhöflich. Ist noch Suppe da? Ja, es ist noch Suppe da. Ich habe reichlich gekocht. Max, deine Eltern sind auch da. Die dürfen wir ganz herzlich begrüßen. Die Eltern von Max, hallo. Hallo. Nicht alle haben das Glück, dass sie ihre Großeltern kennenlernen. Aber fragen wir mal den Vater von Max. War es bei Ihnen auch so, dass es bei Oma irgendwie besser geschmeckt hat? Aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, ja, war das so. Bei Oma war es immer toll. Hat immer gekocht für mich schöne Pfannkuchen. Das war immer klasse, habe ich mich immer drauf gefreut. Pfannkuchen ist so ein typisches Oma-Essen, ja, oder genau. Eben auch Hühnersuppe oder Milchreis. Jorge, was war es bei dir? Arroz con pollo. Oh. Arroz con pollo. Das ist doch Reis mit Hühnchen, oder? Ja, genau. Wie ist es bei dir? Meine Oma, das ist jetzt ein Spezialfall, die war sogar Profi, also Köchin auf Norderney in den 20er Jahren und konnte weiterhin die Gerichte der 20er Jahre zubereiten. Gedeckten Apfelkuchen konnte sie sehr gut. Weiß. Oh, gedeckten Apfelkuchen. Wir haben Wissenschaftler gefragt, woran könnte das denn liegen, dass so viele Dankeschön. Menschen immer die Erfahrung machen, dass es bei Oma am besten klappt. Oh, wir müssen kurz unterbrechen. Jetzt gibt es doch was für alle Prominenten. Guten Appetit euch. Guten Appetit. Die nachfolgenden Sendungen
Und ich fasse noch mal kurz zusammen. Eben wollte ich sagen, Wissenschaftler haben herausgefunden, woran das liegt. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist eine Oma. Bei ihr schmeckt es am besten, das finden viele. Aber warum ist das so? Wir haben Experten gefragt und die nennen dafür mehrere Gründe. Erstens die Zeit. Früher, so etwa bis in die 70er, verbrachten die meisten Frauen viel Zeit am Herd und deshalb haben sie so viel Erfahrung. Heute ist das alles ein bisschen anders als früher, denn etwa 73% aller Frauen sind berufstätig, da wird das Kochen oft zur Nebensache. Zweitens die Zutaten. Anfang der 50er Jahre gab es ein Problem, nämlich den Kühlschrank. Viele hatten da noch gar keinen. Also musste man alles immer frisch einkaufen. Erst in den 60er Jahren kam die Revolution aus dem Eisfach. Tiefkühlkost, zum Beispiel Tiefkühlspinat, Fischstäbchen und Tiefkühlpizza, die kennt heute natürlich jeder. Aber die Frauen von damals kaufen auch heute noch meistens frisch ein. Und viele Omas haben auch noch eine Geheimzutat. Hier ein Stückchen Butter mehr, da eine Prise Zucker dazu. Damit schmeckt's besonders lecker. Und drittens, die Liebe. Die meisten Omas verwöhnen ihre Enkelkinder und schenken ihnen Aufmerksamkeit. Und das sorgt dafür, dass das Essen bei Oma noch mal so gut schmeckt. Also Zeit und damit Erfahrung und besondere Zutaten und die Liebe sind die drei Hauptfaktoren. Und wenn man die alle drei in einen Topf schmeißt und gut durchrührt, dann gibt es eine besonders leckere Suppe. Und dank dieser Suppe schmeckt es bei Oma für viele Menschen am besten. Ah, Zeit, Liebe und immer noch ein Stück extra Butter. Ist das das Geheimnis? Ja, das könnte schon so sein. Aber Max, jetzt muss man mal zur Ehrenrettung deiner Mutter und auch von vielen Müttern, die wunderbar kochen, sagen, wie schmeckt es denn zu Hause sonst? Ja, also ist ja immer unterschiedlich, was es gibt. Das ist die Chance, ein Riesenkompliment an deine Mutter loszuwerden. Sag, es schmeckt. Ja, ich finde, es schmeckt auch sehr oft. Ja? Das lieben wir nochmal. Es war ein Liebesbeweis, aber Männer tun sich manchmal schwer, ihre Gefühle so auszudrücken. Aber wir haben erklären können, warum es bei Oma am besten schmeckt. Danke Max, danke Oma Klärchen, danke euch. Und ihr dürft jetzt genießen. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen an unsere Prominenten. Alle rund ums Thema Essen, Ernährung. Und los geht's beim Frühstückstisch. Eine kuriose Behauptung zum Thema Cornflakes. Komm, wir stellen zu denen. Wozu dienten Cornflakes in den USA außer zum Frühstück noch? A. Als Silvesterknaller. B. Als Kunstschnee. Oder C. Als Düngerzugabe. Das ist jetzt eine ABC-Frage. Ihr sollt euch in den Teams in 10 Sekunden auf eine Antwort einigen. Hm? Das macht keinen Sinn. Wiegald, du sagst so. Düngerzugabe. Du meinst, Cornflakes sind ja aus Mais hergestellt. Man würde Mais wachsen lassen, um daraus Cornflakes herzustellen, um dann die Cornflakes wieder aufs Feld zu geben, damit der Mais besser wächst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Boden lockerer wird, wenn man da so, also diese flockigen Cornflakes einfach mit einarbeitet. Armin war damals fast schon dabei. Fast, ja. Also, das sind Cornflakes, wie ihr sehen könnt. Und an der Farbe könntet ihr vielleicht schon raten, wozu sie gedient haben. Nämlich in Hollywood vor 1946 als Kunstschnee. Da war also nicht leise rieselt der Schnee, das hätte dann eher so geklungen wie Rollsplit, wenn man drauf hat, knackst so richtig. Und es gibt sogar einen Beweis, es gibt eine Filmzeitschrift, wo man also sehen kann, Cornflakes als Kunstschnee, steht sogar in der Überschrift. Snow and ice in Hollywood, made with cornflakes. Und das hatte natürlich auch noch einen Nachteil, wenn man nämlich diesen Cornflake-Schnee auf den Boden gepackt hat und die Schauspieler haben ihre Dialoge gehabt, dann musste man das nachsynchronisieren, weil das einfach gekracht hat. Ne? Oh ja. B wäre die richtige Antwort gewesen, hat aber keiner gesagt. Hat keiner gesagt, ja. Null Danke, Punkte für niemand, ja, klar. In den in der DDR haben die sich so mit Eiswürfeln beschossen. Und es gibt ein Geräusch,
das assoziiert man sofort mit einem Gerät. Achtung. Was ist das? Eier, oder? So, Mikrowelle. Das spricht dafür, dass ihr sowas nicht kennt, aber das Publikum hat sofort gewusst, das ist die Mikrowelle. Es gibt eine extrem kuriose Frage dazu aus dem anderen Ende der Welt. Okay. Und zwar, was lösten zwei Mikrowellen in den 90ern im australischen Ort Parks aus? A. Schwerwiegende Hausbrände. B. Bauchschmerzen. Oder C. Astronomische Untersuchungen. 10 Sekunden ab jetzt. Oder irgendwas gemessen und da wussten wir nicht, was passiert. Hausbrände hat ja auch. Ralf ist da. Super. Wir haben auch C. Ralf, beide Teams sagen C, du kennst die Lösung. Ich kenne die Lösung. In den 1990er Jahren, da gab es tatsächlich im berühmten Parks Observatorium Messungen von hochfrequenter Strahlung, die auf keinen Fall aus dem Weltall kamen und die wussten nicht, woher kommt die. Die dachten vielleicht Kugelblitz oder Flugzeuge oder einfach nur kaputtes Teleskop. Und erst letztes Jahr, 2015, wurde ein neues Gerät installiert und dann haben sie es rausgefunden, dass diese Strahlung von diesen beiden Mikrowellen stammt. Ach. Und zwar immer, wenn die Forscher ungeduldig waren und die Türen aufgerissen haben, obwohl die Mikrowelle noch nicht fertig gekocht hat, dann entwich immer so ein bisschen Strahlung und das wurde gemessen und das war das, was die da gemessen haben. Richtiges C, 10 Punkte für beide. Danke, Ralf. Sehr gut. Übrigens, kann ich das schon abräumen? Wir sind gut. Die leben aber alle nicht. Oder isst du das noch? Nee, danke. Wie sieht das denn hier aus? Ralf, du hilfst uns ein bisschen hier Oma Klärchen Suppe abzuräumen, denn das passt wunderbar zu unserer nächsten Frage. Da geht es um die Suppe der Zukunft. Wir haben ein Foto, das verrät noch nicht, was das Besondere an dieser Suppe ist. Drei Möglichkeiten gebe ich euch, eine davon stimmt. Die Suppe der Zukunft ist A. mit einer Zutat aus dem Labor gewürzt, B. von einem Roboter gekocht oder C. auf einem Herd mit Gravitationswellen zubereitet. Was glaubt ihr? 10 Sekunden habt ihr. Ihr sagt von einem Roboter gekocht. Christoph, du hast dich informiert. Ja, das ist eine Tomatensuppe mit Krabben. Sau lecker. Man hat einen Koch beobachtet und gesagt, was macht er, welche Bewegungen macht er, wie oft rührt er rechts rum, wie oft links rum. Das hat man beobachtet und das einem Roboter eingegeben. Aber der kann doch die Liebe nicht. Wir haben vorher gelernt, Zutat, Liebe. Der weiß, Liebe kann er nicht. Ja, aber es hat trotzdem funktioniert, es soll gut schmecken, aber kann nur die eine Suppe. Kostet 68.000 Euro das Teil. Die Suppe oder der Roboter? Der Roboter. Oh, okay. Die Suppe, er kann viele Suppen machen ohne Ende, kann vielleicht auch noch lernen, eine zweite Suppe zu machen oder eine dritte eines Tages. Und dann kann die Oma was anderes machen. Also richtig ist die Antwort B und beide Teams haben es richtig vorhergesehen. Die Suppe der Zukunft vom Roboter gekocht. Ich erfinde dafür jetzt Gravitationswellen her. Also ein Teller Suppe für 68.000 Euro. Nennen Sie mich altmodisch, aber ich bin immer noch für Oma Klärchens Hühnersuppe mit echten Zutaten und echten Menschen und echter Liebe, Beatrice. Das muss sein. Ja. Aber das amortisiert sich. Beatrice. Auf Dauer? Ja, oder? Ein gutes Forum. Die Liebe, ein Thema so unerschöpflich wie ein Teller Brühe für den, der nur eine Gabel hat. Ja, das stimmt. Und haben wir nicht alle nur eine Gabel, aber du kannst Dinge über die Liebe sagen und singen, dass ich eigentlich nur noch einen Wunsch habe. Beatrice, ich möchte ein Lied von dir. Da sage ich ja. Ja? Bist du bereit? Sehr gerne. Also sie singen. Ja, ich habe sie mal nie gehört. Ich habe schon tausendmal Plakate von ihr gesehen, aber ich habe sie mal nie gehört. Na ja, dann. Seit Beatrice Egli als Schweizerin Deutschland sucht den Superstar souverän für sich entschieden hat, ist ihre Karriere international gar nicht mehr aufzuhalten. Gestern ist ihr neues Album erschienen, Der Kick im Augenblick. Und so heißt auch ihr aktueller Hit, Beatrice Egli.
Beatrice Egli. Oh. Beatrice, einmal gehört und schon ein Ohrwurm. Man kriegt das gar nicht mehr raus. Was wäre für dich ein Kick im Augenblick? Ich glaube, die Musik ist der größte und beste Kick meines Lebens überhaupt. Und es wäre auch ein ganz schöner Kick, wenn wir heute noch gewinnen, liebes Maus-Team. Oh! Die Ansage ist da. Danke für dein Lied. Dankeschön. Das wird nicht passieren. Ein Riesendankeschön auch an die Band. Der Kick im Augenblick, das aktuelle Album, jetzt im Handel. Wir gehen nach Österreich, wir gehen nach Graz. Da kommen unsere beiden nächsten Fragenkinder her. Sarah und Kilian, herzlich willkommen bei Frag doch mal die Maus. Hallo. Hallo. Hallo Kilian, ne? Hallo Sarah. Ich habe mich jetzt auf mein Märchenbuch gesetzt. Ha. Liebt ihr Märchen? Ja. Habt ihr ein Lieblingsmärchen? Von einem, der auszog, um das Fürchten zu lernen, und Rapunzel. Seid ihr ausgezogen, um das Fürchten zu lernen? Nein. Nein. Ihr wollt heute Freude haben und ihr habt auch eine Frage mitgebracht an die Maus. Was wollt ihr wissen? Ob man so lange Haare haben kann wie Rapunzel und wenn ja, ob man dann auch raufklettern kann. Rapunzel, für alle, die das Märchen nicht mehr so ganz vor Augen haben, da klettert der Prinz, glaube ich, an den Haaren hoch. Wäre das bei deinen Haaren gegangen, Kilian? Nein. Nee. Das sind die zu kurz. Deine Schwester, die hat längere Haare. Woher kommt denn der Name Rapunzel eigentlich? Wisst ihr das auch? Vom Salat, glaube ich. Ja, komisch, oder? Rapunzeln war ein altes Wort für Salat und die wurden dem einen geklaut und dafür wurde dann die Rapunzel dann auf dem Turm gefangen gehalten. So geht das im Märchen. Wie heißt das bei euch in Österreich, der Salat? Vogelsalat. Vogelsalat. Jedes Land hat da seine eigenen Bezeichnungen. Pass mal auf, ich habe hier dieses tolle alte Märchenbuch und in dem Moment, wenn ich das aufmache, dann sind wir wieder in der Welt von Rapunzel und wir werden mal gucken, ob wir dann eure Fragen beantworten können. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, da war Rapunzel immer noch in ihrem Turm gefangen. Dort sang sie engelsgleich mit ihren glockenhellen, zarten Stimmbändern, die alle Welt verzauberte. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Mit knallharten Champagnerbilden. Ich will viel Geld, fetten Willen, dicken Sonnenbrillen. Ich seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes brauchst. Kilian, ich weiß nicht, wie dieses Märchen weitergeht, aber ich lese mal weiter. Von ihrem lieblichen Gesange so betört war der junge Prinz, dass er auf der Stelle sein Herz an Rapunzel verlor und beschloss, sie zu seiner Frau zu nehmen. Um sie alsbald aus ihrem Turm zu retten, sattelte er sein edles Ross. Ah, Rapunzel! Du holde Maid! Mit diesem unglaublichen Anblick, schenk mir doch ein Lächeln. Flehte der verliebte Thronfolger und siehe da, er wurde erhört. Ah. Ich bin's, dein Prinz. Woher soll ich dich denn kennen? Lass mich kurz überlegen. Tinder, Instagram oder vielleicht so ganz old-fashioned Facebook. Der Prinz hatte wohl gehört, dass Rapunzel langes, prächtiges Haar hatte, fein wie gesponnenes Gold, und so flehte er. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Was bist du denn für ein Idiot? Am Ende der Straße ist ein Baumarkt, da kannst du Leiter kaufen, du Affe. Ich flehe dich an, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ja gut, komm. Ich mach das. Ich schmeiß jetzt mein Haar runter, aber sag ich dir, weh, ich krieg Spliss, da kannst du mit uns beiden komplett vergessen. Moment mal. Armin! Hier stimmt doch so einiges nicht. Armin, du hast uns erwischt. Im Realitätscheck hält das Märchen nicht stand. Es war nämlich gar nicht Rapunzel. Wisst ihr, wer da oben war? Janine Kunze, herzlichen Dank. Wie? Und kommt mal mit, ihr beiden. Jetzt fragen wir mal den Armin, der kennt sich aus. Was stimmt denn davon? Naja. Komm ruhig her. Hier stimmt eigentlich so gar nichts. Also, erstens, das Haar eines Menschen wächst im Durchschnitt im Monat ungefähr 1 Zentimeter. Bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen mehr, aber im Durchschnitt 1 Zentimeter. Also in einem Jahr
12 cm höchstens. Und dann wachsen Jahre auch höchstens 6 oder 7 Jahre, also sagen wir mal 7. 7 Jahre mal 12 cm, das wären dann 84 cm, gehen wir ein bisschen drauf, einen Meter. Das hätte dann höchstens fürs Erdgeschoss gereicht. Also wenn der Zopf von Rapunzel von da oben bis hier unten gereicht haben sollte und ihr Haar wäre nicht ausgefallen dabei, dann hätte die also mindestens 100, 150 Jahre da oben leben müssen. Das wäre also keine zarte junge Maid mehr gewesen, schon eher eine etwas ältere Dame. Und Kian, was sagst du mit deiner Lebenserfahrung? Wäre der Prinz auch für eine 150-Jährige da hoch? Nee, eher nicht, oder? Hallo, natürlich. Was ist schon Alter? Du schaust nach den inneren Werten, Ralf. Auf jeden Fall. Aber die erste Frage war ja, wäre das Haar überhaupt so lang geworden? Müssen wir schon mal sagen, nee. Nein, wahrscheinlich nicht, nein. Aber die zweite Frage ist ja immer noch ungeklärt. Könnte man an so einem Zopf tatsächlich hochklettern, Ralf? Das käme auf einen Versuch an. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Also, als erstes habe ich hier mal einen kleinen Galgen. Und an diesem Galgen hängt eine Apparatur. Und das hier sind Frauenhaare von einer blonden Frau. 150.000 Haare. Blonde Frauen haben mehr Haare, so ungefähr 150.000. Schwarzhaarige und Brünette 100 bis 110.000 und Rothaarige nur 90.000. Janine, blonde Frauen haben mehr auf dem Kopf. Ja. Wir haben nicht nur mehr auf dem Kopf. Ja. Sei jetzt hiermit heute geklärt. Also, das sind also 150.000 Haare, aus denen man so einen Zopf machen könnte. Und der müsste eigentlich halten. Ich habe es dir ein bisschen leichter gemacht, hat mir einen Steigbügel dran gehängt. Häng dich mal dran, Ralf, und du mach mal nicht so. Du bist ja sonst auch nicht so schissig. Also, oh, geht mal los. Schritt zurück. Vielen Dank. Ich falle ja nicht besonders tief, falls ich fallen sollte, weil die Haare reißen. Okay. Es geht. Aber die Haare halten. Ja. Also, zweite Frage. Ein Zopf von der Dicke würde halten. Und Armin, was würdest du sagen? Würde der auch uns drei zusammenhalten? Und mit dir auch noch? Glaub schon, ja. Es ist unglaublich, was Haare halten. Aber das Hauptproblem haben wir ja schon gesagt. Die meisten Menschen haben nicht so lange Haare, haben auch nicht die Geduld. Aber wir haben eine Frau in China entdeckt. Und schaut mal, die hat Haare, die sind 5,60 Meter lang geworden. Die heißt Xie Kui Poang. Ich entschuldige mich für meine Aussprache. Und die hat den absoluten Weltrekord. Allerdings, wie man auf dem Foto auch sieht, die Haare werden nach unten hin sehr dünn. Nicht alle Haare bleiben dran und so lang. Das heißt, unten sind es nur noch etwa 1000 Haare. Und Armin, die sollten wir jetzt mal testen, die verbliebenen 1000 Haare. Was da dran hält, meinst du? Wir haben eine Frage und bevor wir die testen, seid ihr, liebe Kandidaten, dran. Ihr müsst schätzen. Wie viel halten 1000 blonde Haare? A, unter 50 Kilo, also ein Kind. B, zwischen 50 und 100 Kilo, etwa so wie Armin und ich. Und C, über 100 Kilo, so wie Ralf mit seinen Muskeln. Ich habe schwere Knochen. 10 Sekunden ab jetzt. Hat er das 1000? Ja. 1000. Nein, ist das schnell dann? Beatrice, du hast dich ja wirklich lange auch mit Haaren auseinandergesetzt. Du hast das richtig gelernt, oder? Ich bin Friseurin. Und was hast du für eine Erfahrung? Was halten Haare aus? Ja, also ich habe das Gefühl, die halten gar nichts aus. Meine Brüder haben mir echt alle ausgezehrt, als ich klein war. Oh. Aber das kommt ja immer drauf an, weil wenn es so gebunden ist, halten die natürlich viel aus. Aber wenn die so ein bisschen weiß nur einen kleinen nehmen, dann kriegst du die ganz schnell raus. Ne? Na, dann schreiten wir zum Experiment. Das kommt alle mit rüber, dann wissen wir, wie 1000 Haare aussehen. Also, das ist unser Versuchsaufbau. Oben die Traverse, da hängt alles dran. Aber das hier sind 1000 Haare, ganz genau gezählt, 1000 blonde Haare. Damit das Ganze jetzt funktioniert, müssen wir das erstmal nach oben ziehen, die Traverse. So, da ist jetzt noch ein Display oder eine Anzeige dran. Die wird jetzt gleich eine Zahl zeigen. Das ist das Gewicht von diesem Ding, was hier unten dran hängt. Also das halten diese 1000 Haare schon mal. So, und jetzt werden wir da langsam unten immer Gewichte drauflegen, so lange,
bis das Haar reißt. Erstmal mit 10 Kilo Scheiben. Wir starten das Experiment. Die erste Scheibe kommt drauf. Zu den 20 Kilo kommen jetzt 10 Kilo Scheiben. Das heißt, jetzt haben wir schon fast 40 Kilo. Und die Haare halten. 50 Kilo, die Haare halten. 60 Kilo, die Haare halten immer noch. Jetzt machen wir nur noch 5 Kilo Scheiben drauf, ja, ne? 64,7. 69 Kilo. Ups. Einzelne Haare reißen bereits, aber die Masse hält. Jetzt machen wir nur noch Kilo drauf, Kiloschritte, ne? Jetzt kriegt das Wort strapaziertes Haar eine ganz konkrete Bedeutung. Wir sind schon bei 84 Kilo, unglaublich. Ist das Splitz? Das passiert, wenn du die falsche Mischung in deinem Shampoo nimmst. Ja, ich blondiere ja seit fast 20 Jahren. Achtung jetzt. Achtung. 89. Ein noch. Ich höre es bis hier. Langsam, langsam verabschieden sich die Haare aus dem Bündel. Eine noch. Ganz eine noch auf. 92. Ja, Antwort C war 100. Aber ich glaube, auf 100 bringen wir es nicht mehr ganz. Oh, die Haare sind gerissen. Und der letzte Gewichtsstand war 92 Kilo. Und wir schauen uns das nochmal in der Zeitlupe an. Da reißen sie die letzten Haare. Und zack, es ist kaputt. Das heißt, kein Team hat dem Haar so viel zugetraut, wie die Haare gehalten haben. B wäre die richtige Antwort gewesen. Und seid ihr jetzt mit eurer Frage ein Stück weiter. Die Haare werden nicht so lang wie beim Märchen, aber sie halten so viel aus. Also herzlichen Dank an euch mit einer kleinen Frage. Ein großes Experiment ausgelöst. Ne? Dankeschön an Sarah und Kilian aus Graz. Und Sie denken, das war schon alles hier zu staunen? Nein, wir haben noch eine Menge für Sie vor. Jetzt bei Frag doch mal die Maus. Puschelrock. Das sieht bestimmt peinlich aus. Wer die meisten Puschel wegkickt, gewinnt. Der Roche kann das bestimmt gut. Und der Guido? Da schaue ich lieber weg. Und das Mausduell. Der 60-Meter-Sprint. Mensch gegen Maschine. Der schnellste Deutsche gegen die Formel-1-Legende. Julian Reuß gegen Heinz-Harald Frenzen. Das Auto von Felinas Papa im Härtetest. Wie, es kommt nicht heil nach Hause. Jetzt bei Frag doch mal die Maus. Und weiter geht's hier bei Frag doch mal die Maus mit unseren Könnerkindern. Die beiden kommen aus Lippstadt und heißen Vivian und Max. Unser Mausmobil hält in Lippstadt. Einsteigen bitte. Die Freunde haben's eilig. Ja, wir kommen doch sonst zu spät zum Training. Was denn für ein Training? Und wer seid ihr eigentlich? Ich bin Vivian. Und ich bin Max. Und wir trainieren. Das darfst du doch nicht sagen. Manno, was braucht ihr denn für euer Könnertalent? Zum Beispiel unsere Hände und mein Papa, der ist nämlich unser Trainer. Trainer? Wofür? Ich bin Trainer für... Aber wir geben euch noch einen Tipp. Wir brauchen vor allem unsere... Füße. Stopp, wir sind da. Ja, dann raus aus dem Auto, rein in die Sporthalle. Und logisch. Erstmal laufen. Was macht ihr da, Vivian? Wir machen uns warm, damit wir gelenkig bleiben. Sehr gut. Kurze Lagebesprechung mit dem Trainer. Und weiter geht's. Was sagen denn die anderen über Max und Vivian? Vivian ist eher so, finde ich, ein bisschen schüchtern. Aber an sich, wenn sie auch mit Max zusammen was macht, dann sind sie richtig süß. Na, aber vor allem ist sie doch ein richtig großes Talent. Und Max?
Max ist eigentlich so ziemlich auf meiner Wellenlänge, ist immer in Bewegung aktiv und ich verstehe mich einfach gut mit ihm. Die haben beide das gleiche Ziel, lieben den Sport und daher passt das ganz gut mit den beiden, denke ich. Gute Teamplayer also, wie schön. Ah, da seid ihr ja wieder, ihr seht verschwitzt aus. Was möchtet ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Ich möchte mal Spielerfinder werden, weil ich schon früh entdeckt habe, dass ich gut Spiele erfinden kann. Und ich mag das eigentlich auch gar nicht so, wenn es nach Anleitung geht, sondern ich baue lieber selber Sachen. Und du, Vivian, was ist dein Plan? Ich möchte gerne Polizistin werden, weil ich gerne zu Hause aufpasse und weil mir Ordnung wichtig ist. Können wir uns ein bisschen beeilen, sonst kommen wir noch zu spät. Ja, natürlich. Aber dann müsst ihr mir vorher noch flott einige Fragen beantworten. Kann man bei dem, was ihr macht, was gewinnen? Klar, wir sind sogar schon Nordrhein-Westfalen-Meister und Landesmeister. Und Vize-Deutscher Meister. Und Norddeutscher Meister. Okay. Was ist das nächste Ziel? Wo wollt ihr jetzt hin? Na, zu unserem Auftritt. Ihr rockt das. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt seid ihr jetzt? 7. Ach, 7, da ist ja noch Platz nach oben. Dann viel Spaß jetzt beim Reingehen und macht, was ihr so macht. Ihr seid gut darin. Unglaublich, Vivian und Max. Applaus für unsere Könnerkinder, Vivian und Max. Oh, da kommt man ja von Zugucken schon außer Atem. Unglaublich, wie lange macht ihr das schon? Also, das erste Badensportturnier haben wir mit 6 getanzt. Das ist das Schülerturnier mit 9. Und ihr seid jetzt wirklich auch international erfolgreich. Es kommt jetzt eine Europameisterschaft in Zagreb. Habt ihr da gute Chancen? Ja, also auf jeden Fall noch eine Runde weiterzukommen. Wir drücken die Daumen, oder? Ihr seid ja schon deutsche Vizemeister. Jorge, du bist ja ein erfahrener Juror im Thema Tanzen. Was ist dein erster Blick? 10! Oh! 10, das ist die größte Kategorie. Wisst ihr was, ich habe die Prominenten auch schon ein bisschen beobachtet. Ich habe so kleine Angstschweißperlen auf ihrer Stirn gesehen. Die haben nämlich inzwischen in Rock'n'Roll-Kostüme gepackt und die ahnen schon, die müssen gleich ran. Also, haltet euch fest, hier sind unsere Spielregeln für Puschelrock. Ihr sollt Rock'n'Roll tanzen, in Zweierreihe aufstellen und Händchen halten mit einem Mitglied des gegnerischen Teams. An euren Füßen sind diese Puschel und die gilt es im Rock'n'Roll-Rhythmus wegzukicken. Nach 10 Sekunden ist das nächste Paar an der Reihe. Jeder macht 3 Runden. Jeder weggekickte Puschel zählt. Aber Achtung, Vivian und Max vergeben 3 extra Punkte für den besten Rock'n'Roller unter euch. Und das Team, das Puschelrock gewinnt, bekommt 30 Punkte. Oh,
Ihr macht euch noch warm hier, Fernanda und Guido. Also ihr müsst das mit dem Spagat nicht machen, keine Sorge. Ich kriege extra Punkte dafür. Also ihr sollt diese Puschel wegkicken mit dem Rock'n'Roll-Schritt. Bibel, Max, ihr seid sozusagen unsere Richter. Aber worauf achtet ihr? Kommt nochmal her, zeigt uns nochmal, wie geht so ein sauber durchgeführter Kick? Also erstmal so, so, dann so, so und zurück. Und das Mädchen zweimal mit rechts und dann mit einmal mit links. Und die Herren zweimal mit links, einmal mit rechts. Und worauf bleiben, achtet ihr dann? Also der Oberkörper muss gerade bleiben. Oberkörper muss gerade, Bauch Knie rein. Auf dem, das Knie auf dem Bein, Standbein muss immer gestreckt bleiben. Und der Fuß, wenn es möglichst geht, gestreckt. Und also nicht nach ihr unten werdet schauen. Auf die Haltung achten. Wir setzen uns hier an die Seite. Die Spielregeln sind klar. Und ich sage jetzt einfach mal... Herr Lambi, aber nett zu uns, bitte. Ja, ja, ja. Danke. Ich sage Rock and Roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Guido ist schon raus. Und die Nächsten. Hey, da fliegen die Püschel. Und da werden noch Punkte geholt. Oh, da werden hier Figuren angedeutet. Wie geil macht noch hier die Note? Großartig! Fernanda. Oh! Eine Einlage von Guido Kanz, aber einer ist bei Fernanda noch hängen geblieben. Beatrice, ist ihre Büschel schon wieder los? Und das ist die letzte Runde! Und alle Prominenten haben alles gegeben. Unglaublich. Ihr wart super. Sehr schön. Hast du die Hose? Ein Riesenapplaus für unsere Prominenten. Die waren spitze. Warte mal. Wir haben Hosen gerissen. Wir haben einen Unfall. Hier ist ein Unfall. Ein Unfall. Ist ein Arzt im Saal. Ist ein Arzt im Saal. Die Hose ist gerissen. Da kannst du mal sehen, was das hier kommt. Was passiert? Die Hose ist gerissen. Die Hose ist gerissen. Die Hose ist gerissen. Aber komplett. Also, komm, Herr, willst du mal hier raufkommen? Das ist er. Sieht hinten nicht. Also, Jorge, wir werden das in der Zwischenzeit für dich beheben, ganz elegant. Guido kämpft noch um die Extrapunkte. Ich kämpfe um jeden Punkt. Aber wir fragen doch mal die Juroren. Ihr habt euch schon entschieden. Ihr sagt, worauf habt ihr geachtet bei den Prominenten? Also, dass die auch erstmal so angezogen haben und angekickt. Mhm. Ja, und das Knie gestreckt halten. Mhm. Und nicht nach unten geschaut haben. Also, ich darf das an dieser Stelle sagen, Gewinner der Herzen ist auch Wiegald Boning. Du hattest es nämlich nicht so einfach, weil du gerade auch ein bisschen verletzt bist. Du bist ja ein großer Sportler und hast dich trotzdem hier voll reingegeben. Hey, ja, danke dafür. Alles für mein toller Partner. Das waren auch 15 Punkte auf der Seite der Blauen. 17 auf dem Team Maus. Und ihr habt euch entschieden, die 3 Extrapunkte kriegt Jorge! Und damit ist das Team Maus 30 Punkte reicher. Jorge hat alles gegeben, bis zum Verlust der Kleidung. Aber es hat sich gelohnt, Jorge, oder? Hat sich gelohnt. Riesenapplaus, nehmt Platz und zieht euch wieder um. Und ein Dankeschön an Vivian und Max, das war ein tolles Spiel. Und viel, viel Erfolg für die beiden in Zagreb bei der Europameisterschaft. Danke an Vivian und Max. Du darfst nicht nach unten. Kann man gucken, sie in die Puschel noch dran. Große Momente der Tanzperformances hier. Beatrice
elegant und energisch, eher im Free-Jazz-Style. Thomas, und wo hast Frauke, du denn der Gewinner. Sag mal, wo hast du denn? Ich hab dir. Mit dem saubersten Kick. Aber eine Frage steht noch aus, eine Frage steht noch im Raum, nämlich die Frage nach den Grashalmen. Konfuzius sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Aber der hat auch noch nie die Frage bekommen, die wir hier bei Frag doch mal die Maus versuchen zu beantworten. Wie viele Grashalme hat ein Fußballfeld? Und ich darf jetzt bitten, die Helden zu zeigen, die uns bei dieser Beantwortung geholfen haben. Moritz Jonas, Nia, unsere Weltmeisterin, und die U12 des 1. FC Köln. Und die Leistung steht euch ins Gesicht geschrieben. War es anstrengend? Wie haben sich die Jungs gemacht? Ich finde, die haben das super gemacht. Es waren schon recht schwierige Bedingungen. Die mussten sich konzentrieren. Es war recht warm. Wir hatten ein bisschen Spaß, aber nein, war eine gute Zeit. Wer hat das gesagt? Was muss, das muss, oder? Ja, genau, Luis. Das war das Motto. Ihr habt durchgehalten und das ist die Ausbeute. Was sieht man da? Ja, nicht so viel, ne? Komm, Armin, du weißt, wie es geht. Also, in jedem Stück von 5x5 cm waren im Durchschnitt, also war natürlich ein bisschen unterschiedlich von einzelnen Flecken, aber im Durchschnitt 80 Grashalme drin, pro 5x5 cm. Das bedeutet, mal 400 für einen Quadratmeter, das wären dann 32.000. Und es ist ja nur ein Quadratmeter, und unser Fußballfeld hat ja 7.140 Quadratmeter, und das muss man jetzt damit multiplizieren, und dann kommt man auf die tolle Zahl von 228.480.000. Das war's. 280. Unglaublich. Das Team Maus hatte gesagt 12 Millionen, aber ihr wart mit 500 Millionen dabei. Und jetzt muss man mal kurz. Wir sind näher dran. Das ist tatsächlich so. Natürlich mit dir. Das ist. Mit sehr viel Glück hat die Schätzung von 12 Millionen es näher herangeschafft an die Lösung als die 500 Millionen. Ihr wart zu weit drüber. Und jeder, der jetzt irgendwann noch mal gefragt wird, sag mal, weißt du, wie viele Grashalme auf einem Bundesliga-Rasen wachsen? Ihr wisst jetzt Bescheid und ihr wart auch mit dabei, das herauszufinden. Herzlichen Dank an die Jugend des 1. FC. Danke an Nia. Danke an die Fragenkinder. Es war großartig, hat viel Spaß gemacht. Danke, Armin. Danke euch für die Frage. Moritz und Jonas waren hier mit ihrer Frage erfolgreich, aber jetzt kommt unser großes Mausduell. Und dafür begrüße ich Felina und ihren Papa Michael. Hallo Felina. Hallo. Hallo Michael. Hallo. Ihr habt uns die Frage geliefert zum Mausduell. Und wir haben ein Foto, wo das Auto, um das es gleich gehen wird, mit einem kleinen Mädchen zu sehen ist. Sag mal, bist du das, Felina? Ja. Und das ist bei euch zu Hause, Michael? Ja, ist bei uns zu Hause. Wie lange gibt es dieses gelbe, schöne Auto schon? In eurer Familie? In unserer Familie 10 Jahre. Also es gehört mit dazu, und du musst jetzt sehr tapfer sein, denn du hast dich heute zum ersten Mal räumlich von deinem Auto trennen lassen. Wo so ist es gerade? Das Auto ist jetzt in Köln-Ossendorf und wartet da auf das Duell. Oh. Felina, du hast uns die Idee zu diesem wunderbaren Duell geliefert. Was möchtest du von der Maus wissen? Ich möchte von der Maus wissen, ob ein alter Sportwagen schneller ist als ein Kilometersprinter. Ein Sprinter? Ja. Und wir haben nicht irgendeinen Sprinter, sondern wir haben den schnellsten Mann, den es überhaupt dafür gibt, gewinnen können. Und damit schalte ich zu Tom Bartels, der in Köln-Ossendorf dieses Duell für uns jetzt präsentiert. Tom. Ja, Eckart, wir freuen uns natürlich alle unglaublich. Hier ist der eben von Felina angesprochene Sprinter. Deutscher Meister, deutscher Rekordler, über 100 Meter. Aber auch das Auto von Felinas Papa fährt ja nicht irgendwer, sondern Heinz-Harald Frenzen, einer der besten deutschen Rennfahrer, den wir je hatten. Er ist nicht allein, er kann zurückgreifen auf diesen wunderbaren Opel GT in Gelb mit 90 PS. Und wir sind hier im Koloneum, hier wird
Fernsehgeschichte geschrieben. Heute hier ist Fernsehgeschichte geschrieben worden. Hier sind Fernsehpreise noch und nöcher vergeben worden. Es hat einen guten Grund, warum wir hier in diesen heiligen Hallen stehen. Denn es ist wichtig, dass die Temperatur nicht allzu tief ist. Denn ein Sprinter, vor allem die Muskulatur, Julian, die ist sensibel. Was ist so eine ideale Temperatur zum Schnelllaufen? Also für mich kann es eigentlich nicht warm genug sein. So über 30 Grad ist natürlich dann für einen Sprint schon ganz gut. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir heute in der Halle sind. Ganz so warm ist es nicht, aber ist in Ordnung, um schnell zu laufen. Ja, auf jeden Fall ist ausreichend. Dann wollen wir mal schauen, ob das Auto, zumindest der Gegner, eine Wahrscheinlichkeit hatte, heil zurückzukommen. Wie viel Crash, Heinz Harald, haben Sie in Ihrer Rennsportkarriere hingelegt? Ja, gut, das ist schon einige, ein halbes Dutzend mindestens. Ja. Muss für die eine Angst haben, dass das, ja, aber muss für die eine Angst haben und der Papa, dass das Auto nicht heil zurückkommt? Ja, man muss schon die Daumen drücken. Ich gebe mein Bestes, ja. Und worauf kommt es an? Gut, am Anfang, so wie zu meiner Zeit, muss man halt eben schauen, dass man die Leistung auf die Straße bringt. Ja. Man hat da ein bisschen durchdrehende Räder hier, das ist aber normal. Das ist die große Frage auch jetzt für die Kandidaten. Schauen Sie sich diese Oberschenkel an von Julian Reuß. Er läuft auf einem Filzuntergrund, den wir eigens hier verlegt haben. Heinz-Harald Frenzen muss seinen gelben Sportwagen auf der Betonpiste beschleunigen. Vielleicht noch für die Kandidaten zum Einschätzen 10,05, der deutsche Rekord über 100 Meter. Und Heinz-Harald könnte im Idealfall in 11,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigen, wenn alles perfekt läuft. 90 PS hat er zur Verfügung. Aber Eckart, hilft das eigentlich, um einzuschätzen, wer hier gewinnt? Unsere Kandidaten sollen jetzt erstmal einschätzen, an wen glaubt ihr? Glaubt ihr an die menschliche Kraft oder an die Pferdestärken im Auto? 10 Sekunden habt ihr, um jetzt abzustimmen. Die Frage genau heißt, wer ist auf 60 Metern schneller im Ziel? Das Auto von Felinas Papa oder Julian Reuß? Mensch. Thomas, an wen glaubst du? Also ich glaube natürlich an den Menschen. Ich auch. Ah, ja? Wie er das gesagt hat, schön. Ja. 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 Wiegel, du hast dich zurückgehalten, obwohl du ja selber Leistungssportler bist. Ja, also der Mensch wird auf den ersten Metern vorne liegen und dann wird er zügig vom Auto eingeholt werden. Das hängt dann allerdings auch vom Bodenbelag ab, wann das sein wird. Was ist euer eigener Tipp? Ich sag, dass der Mensch gewinnt. Du sagst der Mensch, aber der Papa ist auf der Seite seines Autos. Ich tippe auf den GT. Also auch hier unterschiedliche Meinungen. Das heißt, es kommt auf den Versuch an. Und damit gebe ich wieder ab an Tom Bartels. Ja, und unsere beiden Sporthelden haben sich jetzt auf den Weg nach hinten gemacht zum Startbereich. Eine Besonderheit noch heute. Wir haben mit Marc Klages einen ganz prominenten Starter. Der startet zum Beispiel beim ISTAF in Berlin das 100-Meter-Rennen. Er steht in der Mitte. Warum in der Mitte und nicht links, wie das Julian Reuß normalerweise gewohnt wäre? Ganz einfach, weil Heinz Harald jetzt den Motor angeschmissen hat. Das ist natürlich laut. Er wird den Startschuss hören, aber er wird ihn vor allem auch sehen. Wenn abgedrückt wird, dann weiß Heinz-Harald Frenzen, jetzt gilt es, mit maximaler Intensität zu beschleunigen. Ich begebe mich jetzt hier auf meine Position, entferne mich vom Ziel. Marc Klages, Sie sehen, es steht bereit. Julian Reuß hat abgelegt und ist auch bereit. Es ist ganz wichtig, da jetzt das Startsignal jeden Moment erfolgen wird. Auf die Plätze, fertig, los, dann der Schuss, dass der Start gelingt. Jetzt übernimmt unser Starter Marc Klages. Auf die Plätze. Und es kommt jetzt an auf jedes Detail. Bei Frenzen dürfen die Reifen nicht durchdrehen. Julian Reuß muss explosiv starten. Und er ist super weggekommen. Julian Reuß vorne. Heinz-Harald Frenzen kontert und gewinnt. Hauchdünn, hauchdünn vor dem deutschen Meister und jetzt können wir es auch sagen, deutschen Rekordler über 60 Meter mit 6,52 Sekunden, aber es war so knapp, 6,37 Sekunden, das ist Weltrekordtempo, nicht zu erreichen heute hier für Julian Reuß und ich denke, wir haben einen würdigen Sieger, das ist das Auto von Felinas Papa, Heinz-Harald Frenzen. Wir machen einen Kniefall vor unserem großartigen Rennfahrer. Heinz-Harald, wie hat sich's angefühlt? Ja, es war nicht ganz so einfach am Anfang, aber da hat er einige Meter
der Julian mir abgenommen, aber danach habe ich einfach mehr Speed. Wie muss man sich das vorstellen als Laie? Wir haben auch eine Slow-Mo-Einstellung im Moment, eine Zeitlupe, wie wir sehen, wie der Julian gut wegkommt. Aber was muss man im Auto beachten? Schaut ihr auf die Drehzahl? Es gibt ein Drehzahlmesser. Ja, du musst darauf achten, dass die Drehzahl nicht zu hoch ist oder nicht zu niedrig ist, damit der Wagen nicht abstirbt. Dann darf die Kupplung halt nicht zu lange schleifen oder nicht zu schnell losgelassen werden. Man muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ein bisschen schleifen lassen, die Kupplung, und dann hat man trotzdem nicht die direkte Kraft zur Verfügung, die man braucht am Anfang. Das kommt erst nach einigen Metern. Und dann war der Julian aber schon, ich schätze mal, so 15 Meter weg. Ja, und dann habe ich aber erst die Kraft, und dann zu beschleunigen. Das war jetzt der ideale Zeitpunkt. Nochmal, da wurde geschildert, 6,37 haben wir eben gesehen. Da stand es eben auf der Tafel. Jetzt haben wir es wieder, 6,91 für Julian Reuss. So gewinnt man ein Rennen an der Ampel, wenn man entsprechend gut losfährt. Das hat Heinz Harald schon sehr oft geschafft. Und Julian Reuss, okay, die Zeit können wir vernachlässigen. Trotzdem immer noch sehr schnell, unter 7 Sekunden. Aber ist schon ein etwas ungewohnter Bodenuntergrund. Ja, genau, ist so ein Filzteppich. Nicht nur normale Tatanbahn und ein bisschen Unebenheiten im Boden. Aber das macht jetzt so ein paar Kleinigkeiten aus, aber am Anfang war ich ganz gut, aber dann, wenn das Auto einmal im Schwung ist, ne, da hat man dann keine Chance. Es sind Riesenschritte, die Sie dort zurücklegen, und Sie haben sich intensiv warm gemacht. Ist das normal, dass sich ein Sprinter 45, 50 Minuten für diese 6, 7 Sekunden aufwärmt? Ja, leider Gottes schon, und da bin ich einer derjenigen, die eigentlich am wenigsten machen. Manche bei uns, die machen auch deutlich über eine Stunde, aber es ist einfach dazu da, dass der Körper richtig warm ist, dass man sich nicht verletzt und am Ende auch dann 100% Leistung geben kann. War Ihnen klar, dass Sie es kaum gewinnen können? Ja, also ich weiß natürlich, dass es schwer ist gegen ein Auto. Einfach die PS-Zahl ist enorm. Desto länger die Strecke wird, desto weniger Chancen hat man. Und von daher habe ich mein Bestes gegeben. Und Heinz Harald hat natürlich dann hinten raus das Ding ganz gut gezogen. Hat er souverän gezogen. Ich denke, wir haben noch ein wunderbares Schlussbild. Shake hands der beiden fairen Gegner heute, die hier schon eine ganze Zeit lang gemeinsam geprobt haben. Wir wünschen beiden viel Glück für die nächsten Aufgaben. Vor allem natürlich Julian in Richtung Olympia, dass er die Quali schafft. Vielleicht sogar eine Frage mit der Staffel eine Medaille drin. Ja, wir haben uns als Ziel gesetzt, um den Medaillenkampf mit einzugreifen. Wir sind 2013, 2015 zweimal Vierter geworden. Und vielleicht haben wir dieses Jahr das notwendige Glück, vielleicht auch mal, dass wir am Ende eine Medaille gewinnen können. Toi, toi, toi für Rio. Heinz Haralds Aufgabe ist jetzt, das Auto ohne Unfall rüberzubringen, zurück nach Bocklemünd und damit zurück zu euch ins Studio. Danke, Tom Bartels. Julian Reuss, der Gewinner der Herzen, würde ich sagen. Seid ihr froh, dass dem Auto nichts passiert ist? Ja. 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 Das kam aus einem Mund. Herzlichen Dank für die wunderbare Idee. Und noch viel Freude mit eurem Familienauto. Dank an Felina und Michael. Danke. Und jetzt ist die spannende Frage: Was bedeutet das für den Punktestand und was bedeutet das für das Finale? Ich hoffe, dass wir schlechter waren. Wer ist auf 60 Meter schneller im Ziel? Also wollten wir wissen. Alle haben abgestimmt und so ist das Ergebnis. Ja, wir haben es. Schaffen wir doch. Wieder 26, 28. Die Elefanten 130 Punkte, das Team Maus 170 Punkte. Und jetzt könnt ihr jede Unterstützung brauchen, denn es gibt nur noch eine Runde, bevor der Sieger feststeht. Und hier kommen eure Teamchefs. Hier ist die Maus und hier ist der Elefant. Yeah! Und ich habe das Gefühl, beide Teams sind heiß, oder? Ja. Es geht um 25.000 Euro für die gute Sache und damit sind wir im Finale. Ja. I love that. Okay. Und wie viele Punkte kriegt man? Alles 15. In den finalen Fragen
müsst ihr euch im Team innerhalb von 10 Sekunden auf eine Lösung einigen. Okay. Ihr habt jeweils nur 10 Sekunden Bedenkzeit und ihr spielt um Finalpunkte. Das sind die Multiplikatoren für eure jetzige Punktzahl. Das heißt, bleibt es bei einem Finalpunkt, bleibt ihr aber auf dem gleichen Stand. Wenn ihr 2 Punkte habt, verdoppelt ihr und so weiter und so fort. Was heißt das? Jedes Team kann jetzt noch das Finale gewinnen. Okay. Sehr schön. Frage Nummer 1 führt uns nach Finnland. In Finnland werden die Geweihe von Rentieren mit reflektierender Farbe angemalt. Wahr oder gelogen? Und nur die prominenten Stimmen ab. Ihr könnt geistige Unterstützung geben in den Teams, aber die Abstimmungsgeräte sind nicht mehr scharf. Die Prominenten müssen sich entscheiden. Jetzt auch nach Geschwindigkeit, wer schneller. 1-1, beide sagen, es ist wahr. Das ist immer so doppelt. Absolut. Ja, manchmal über Monate sogar. Ja, im Winter geht die Sonne nicht auf. Es ist tatsächlich so, in Finnland werden mehrere tausend Rentiere mit Autounfällen konfrontiert. Mhm. Unschön für beide Seiten. Und deswegen ist diese Idee, wie wir hier auf dem Foto sehen, revolutionär. Nämlich, wenn man sie anstrahlt, leuchten sie. Die leuchten nicht von alleine. Also er kann jetzt nicht oder im Dunkeln leben. Möge das Rentier mit dir sein. Ja, das war Star Wars. Es hat ein bisschen was von Magie, wie der da, oder als hätte er in die Steckdose gefasst. Aber es ist wirklich unschädlich für die Tiere und fördert ihre Chancen, in freier Wildbahn weiter unterwegs zu sein. Richtig. Ja. Yeah. Weiter geht's. Yeah. 1-1. Nächste Frage. Ein kanadisches Start-up verkauft Sprühdosen mit Frischluft erfolgreich nach China. Mhm. Wahr oder gelogen? 10 Sekunden. Ja, oder? Ihr sagt beide, das ist wahr. Haltet euch fest, die Dose kostet $20, enthält nur Luft. $20? Und die Chinesen kaufen es. Es ist wahr. Geile Idee, ne? Geile Idee. Auch mal so Bergluft verkaufen. 2-2. Mal gucken, ob ihr auch bei Frage Nummer 3 gleich aufliegt. In der baden-württembergischen Stadt Kirchheim unter Teck kann man auf öffentlichen Parkplätzen umsonst parken, wenn man eine Sanduhr benutzt. Ist es wahr oder gelogen? Weißt du das? 10 Sekunden laufen. Ich sag nicht. Ja? Hamburg Schwaben da, sowas. Ja, ich hab davon noch nicht gehört. Bitte? Ich auch guck mal, die da hinten. Also, Thomas, du warst überraschend schnell mit deiner Antwort. Ja, weil ich einen Bericht darüber gesehen habe, dass sie wirklich solche Sanduhren da aufgebaut haben. Ich habe mich erst gefragt, wie es gehen soll, aber es gibt. Und so sieht die aus. Wir schenken Ihnen 8 Minuten freie Parkzeit mit der Parksanduhr. Und da kann man eben auch nicht betuppen. Wenn man die umdreht, läuft der Sand 8 Minuten durch. Und wenn man dann neue Zeit haben will, muss man das ganze Auto umdrehen. Das ist aber ein bisschen kompliziert, dann lohnt es sich wieder weiterzufahren. Also eine clevere Idee, sehr mausnah und deswegen auch wahr. Ja, wir haben schon leider auf. Ist das eine Einbahn? 3-3 unentschieden in diesem Finale. Zwei Fragen haben wir noch und die nächste lautet so. In der Schweiz gilt ab Mai 2016 ein offizielles Rülpsverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln, das mit 50 Franken geahndet wird. Wahr oder gelogen? 10 Sekunden. Aber wenn du viel Rösti gegessen hast. Also mein Opa rülpst nach jedem Bier. Das kann ich ihm doch nicht antun. Aber in öffentlichen Verkehrsmitteln? Nee, das glaube ich nicht. Doch. Habe ich nicht mitbekommen. Gut, ich bin so viel in Deutschland unterwegs. Ihr sagt beide gelogen. Ja, wir haben eine Schweizerin hier. Wäre ja bitter, wenn sie es nicht wüsste. Also, in der Schweiz darf man auch weiter ohne Knöllchen rülpsen. Das ist Quatsch, das war gelogen, das haben wir uns ausgedacht. Ja. Ach, das bringt uns aber nicht weiter. Ja. Das ist wichtig jetzt, wichtig. Ja. Wichtig. Wir müssen an die Kabel Eng. 4-4. Wahr oder gelogen?
ist das spannend. Schon 2017 will ein Kreditkartenunternehmen die Online-Bezahlung per Selfie, also per selbstgemachten Foto, weltweit einführen. Wahr oder gelogen? Was? Ja. Mach. Ja, ja. Probier's. Ja. Mach. Die Teams sind unsicher. Und? Nein, überhaupt nicht. Ja, ja, nun, wir wissen. Genau. Bad. Mist. Die das wird doch klappen. Der Gesichtsausdruck eines Menschen ist ziemlich einzigartig. Und damit man eben nicht einfach ein Foto von jemandem nimmt und das abfotografiert, ja, und das als Selfie ausgibt, muss es ein Bewegtbild sein. Ah. Und wenn der Mensch darauf blinzelt, ist es echt und damit auch so sicher wie eine Kreditkarte. Aha. Das ist tatsächlich ein echter Plan. Es ist wahr. Ja. Ah! Ja, 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 ja. Und wir rechnen zusammen. 5 mal 130 yes. 650, aber 5 mal 170 sind 850. Yeah. Damit hat das Team Maus gewonnen. Und damit sage ich danke Wiegalt, danke Fernanda, danke Thomas, ihr wart großartig. Das Team Maus bedankt sich für die 25.000 Euro, die ihr verdient habt. Eure guten Zwecke sind eingeblendet, ihr habt euch das redlich verdient. Und ich lege noch die Schneiderkosten für Jorge obendrauf. Wir sehen uns wieder im Mai bei Hirschhausens Quiz des Menschen. Morgen gibt es die Sendung mit der Maus hier im Ersten und natürlich im Kinderkanal. Und ich sage, bleiben Sie dem Ersten gewogen. Danke, tschüss fürs Zuschauen bei Frag doch mal die Maus. Denken Sie dran, ich habe Sie im Auge. Sie verstehen Spaß? Dann sind Sie bei mir genau richtig. Verstehen Sie Spaß mit Guido Kanz am 23. April im Ersten.